Können wir ja loslegen. Das ist ja grandios, was hier gerade los ist. Also hätte ich nicht mit gerechnet, wunderbar. Wir haben für 100 Leute bestuhlt, plus das, was so drumherum sitzt, das ist schon echt fett. Unser Vorstand hat gesagt 20 bis 40. Also Respekt und vielen Dank für euer Kommen. Ja, hallo liebe Gäste, hallo Fans. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podiumsdiskussion. Fußballfans im Blickpunkt, Befürchtungen, Gefahren und Chancen. Eine Diskussion heute in der heißen Phase des Wahlkampfs und die soll eigentlich euch mal ein bisschen zeigen, welche Sport- und vor allem fanpolitischen Richtungen die Parteien, die hier am Tisch sitzen, ich werde sie gleich vorstellen, denn eigentlich haben. Natürlich soll es bei euch nicht die Fanpolitik alleine sein, die am Ende darüber entscheidet, für welche Partei ihr eure Stimme abgebt. Allerdings ist es ja so, dass wir Fußballfans uns eigentlich Woche für Woche in den Stadien bewegen und rund um die Stadien und dass diese Probleme, die wir da Tag ein, Tag aus haben, uns ja durchaus berühren, uns durchaus stören und deshalb für uns schon auch eine tragende Bedeutung haben sollten, auch bei der Wahlentscheidung. Wir Fußballfans, und das ist eigentlich eine wunderbar positive Entwicklung, haben uns eigentlich über die Zeit und vor allem in den letzten Jahren mehr und mehr emanzipiert. Wir sind merklich in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass die Medien gemerkt haben, Fußballfans können ja auch sprechen. Die grölen nicht nur dummes Zeug daher. Und dementsprechend sind wir da einfach mittlerweile echt gut aufgestellt. Und ja, uns gelingt es eigentlich immer besser, unsere Themen in der Öffentlichkeit zu platzieren. Die BVB-Fans zeigen sich dabei besonders aktiv, vor allem bei Kein Zwanni. Vor allem im Rahmen der 12-12-Kampagne haben wir gezeigt, was wir können. Wir haben im Winter eine Demo in Dortmund auf die Beine gestellt mit 2000 Leuten. Ich glaube, das sucht seinesgleichen. Und können wir sehr, sehr stolz drauf sein. Zudem sind wir sehr gut vertreten in den führenden Fanvereinigungen, also in Deutschland übergreifend, Pro Fans und unsere Kurve zum Beispiel zu nennen. Und was uns von anderen Vereinen abhebt, ist einfach die gute Basis und der Dialog, den wir mit dem Verein an der Stelle auch haben. Und dieser Dialog wird von beiden Seiten sehr geschätzt und ich denke, dass das auch damit zusammenhängt, dass wir hier in Dortmund sehr meinungsfreudige Fans haben, dass wir dialogbereite Fans haben, dass wir viele aktive Fans haben, die zum Beispiel auch so eine Veranstaltung wie heute hier auf die Beine stellen können. Und das ist eine wunderbare Sache. Ja, in 10 Tagen ist Bundestagswahl und wenn man sich so die Parteiprogramme anguckt, dann entdeckt man eigentlich von dem, was uns Fans bewegt, erstmal relativ wenig. Also man muss schon ziemlich genau hingucken. Sehen wir mal von den Piraten ab, die haben einen eigenen Flyer zu dem Thema, das ist sehr beachtenswert. Kommen wir gleich noch zu. Deswegen ist es eigentlich so, dass man als Fußballfan eigentlich erstmal nur vermuten kann, was ist denn eigentlich, wie steht denn eine Partei jetzt zu dem und dem Problem, das ich vielleicht in meinem Alltag als Fan habe. Bevor wir jetzt gleich loslegen, ich die Gäste vorstelle, vielleicht noch kurz ein paar Worte zum Organisatorischen. Wir werden die Diskussion in 2 Teile aufteilen. Der erste Teil wird ungefähr 60 Minuten sein. Ich werde versuchen, wie Thomas Gottschalk, halbe Stunde, dreiviertel Stunde dran zu hängen noch. Nein, ich werde es versuchen, das nicht zu tun. Getränke gibt es im hinteren Teil. Ich habe gerade schon gehört, dass der Worst Case eingetreten ist, nämlich dass das Bier schon alle ist. Ich hoffe, dass wir das gleich noch beheben können. Konnte ja auch keiner mit rechnen, ne? Wenn Fußballfans zusammenkommen, dass Bier getrunken wird. Naja, gut. Ich wünsche mir für heute eine Diskussion zwischen Plenum und Politik. Und mit Plenum meine ich euch alle. Ich würde mich freuen, wenn wir gleich möglichst viele Fragen aus dem Plenum haben. Die können auch jederzeit gestellt werden. Allerdings, wenn ich gerade eine Frage stelle, und die sind alle hochinvestigativ, also ich habe da mehrere Nächte dran gesessen, dann würde ich mir wünschen, dass da keiner dazwischen brüllt, der jetzt gerade ein Mikrofon in der Hand hat. Also, ne, haltet euch zurück, alles wird gut und irgendwann kommt er vielleicht auch noch dran. So, ich habe ja jetzt hier Politiker rechts und links vor mir sitzen und die reden ja manchmal ganz gerne. Und ich habe hier eine riesengroße Sanduhr auf dem iPad, was hier vor mir liegt und da steht 3 Minuten drauf. Wenn jetzt gleich beim Statement einer überzieht, kriegt er nach 2 Minuten die gelbe Karte, dann weiß er, dass er noch 1 Minute hat. Und nach 3 Minuten kriegt er die rote Karte und dann gebe ich ein Zeichen nach rechts und dann wird das Mikrofon abgedreht. Ne? Also der wichtigste Mann im Raum rechts von uns. Danke für die Hilfe bis hierhin schon mal.
So, kommen wir zu den Gästen. Ganz rechts außen fangen wir an, also von mir aus gesehen, das heißt bei euch ganz links. Wir haben aus eurer Sicht es schon so ein bisschen andrapiert, dass es passt, ne? Sie kommt aus Hamburg. Sie hat 3 Ausbildungen absolviert, den 2. Bildungsweg bestritten, ist jetzt Diplom-Soziologin und Volkswirtin. Sie ist Mitglied des Bundestags, innenpolitische Sprecherin ihrer Partei, vor allem im Thema Datenschutz zu Hause. Und wie meine Internetrecherchen ergeben haben, ist sie oftmals mit kontroversen Aussagen unterwegs, wo sie auch viel Kritik für einstecken musste. Herzlich willkommen, Frau Jelke, Ulla Jelke von der Partei Die Linken. Daneben Christian Nissen, kommt aus Dortmund, ist Student der Wirtschaftsinformatik, aktiver Blogger, also wenn man sich den Blog so durchliest, auch heute insbesondere, kann man noch einiges mitnehmen in Sachen Fanpolitik. Er ist aktiver Fußballfan, bezeichnet sich bei Twitter mit einem Augenzwinkern als gemeingefährlicher Wuppertaler im Dortmunder Exil. Also wisst ihr jetzt, woher der Wind weht. Für wen sein Herz noch schlägt, erwähne ich an der Stelle nicht. Er ist Listenkandidat für die Piratenpartei bei der Bundestagswahl. Herzlich willkommen an dieser Stelle, Christian Nissen von der Piratenpartei. So, direkt zu meiner Rechten, von euch aus gesehen, auf der linken Seite. Sie kommt aus Dortmund, arbeitet in der Energiewirtschaft, war 10 Jahre lang im Rat der Stadt Dortmund vertreten. Sie besucht ihre Wähler auch mal zu Hause, bringt ihnen Rosen mit. Haben Sie die heute noch irgendwo versteckt und verteilen ihr gleich noch? Wollen wir mal gucken, ne? Sie bevorzugt den persönlichen Kontakt, statt irgendwie auf Großveranstaltungen zu gehen. Ich hoffe, wir finden heute die gesunde Mitte. Ich meine, wir sind ja jetzt schon fast eine Großveranstaltung. Herzlich willkommen, Sabine Poschmann von der SPD. So, zu meiner Linken, von euch aus gesehen, rechts. Sie kommt aus Dortmund. Gefällt ihr nicht. Sie kommt aus Dortmund, ist Germanistin und evangelische Theologin, Lehrerin an einer Gesamtschule, ich hoffe, das stimmt noch, das sagt Wikipedia zumindest. Gewesen. Okay, bis 2006. Oh, muss ich ja mal. Ich habe mir gedacht, ich frage mal nach. Ja, sie ist stellvertretende Vorsitzende ihrer Landtagsfraktion, der Grünen, ist mit der Stadt Dortmund über vielerlei Engagements verwurzelt. Sie sitzen, glaube ich, im Aufsichtsrat beim Klinikum Dortmund unter anderem. Oder ist das auch schon wieder veraltet? Sie saßen, okay, bis 2006 vermute ich. 2010, gut. Gut, dann höre ich jetzt auf mit den Wikipedia-Einträgen. Das scheint ja schon etwas älter zu sein. Naja, dass Sie verwurzelt sind mit der Stadt Dortmund, das haben wir jetzt auf jeden Fall gehört. Herzlich willkommen, Frau Daniela Schneckenburger von der Partei Bündnis 90 Die Grünen. So, die meisten von euch kennen ihn eigentlich, aber haben ihn heute wahrscheinlich nicht wiedererkannt. Er kommt aus Dortmund. Steht bei Wikipedia. Journalist, ist Journalist, Filmemacher, Historiker, Fanpolitiker, war unter anderem Sprecher der 12-12-Kampagne hier in Dortmund, saß unter anderem 6 Jahre für die Grünen im Ausschuss für Schule, Jugend, Sport und Soziales. Das war von 2001 bis 2007, glaube ich, ne? Und ich denke, keiner wäre besser geeignet, hier und heute die Schnittstelle zwischen Fan und Politik zu besetzen. Herzlich willkommen, Jani Gruschecki von der BVB-Fanabteilung und als Fanvertreter pro Fans. Daneben, er kommt aus Dortmund. Er ist, ich sage es jetzt leise, Polizeihauptkommissar, seit 2009 im Rat der Stadt Dortmund. Sein Motto ist, und das trägt er beim Wahlkampf auch auf dem T-Shirt, ich kümmere mich. Wir werden Sie heute daran messen. Herzlich willkommen, Thorsten Hoffmann von der CDU. So, und ganz außen links, von euch aus gesehen rechts. Er kommt aus Dortmund, ist Diplom-Volkswirt, setzt sich
privat und in der Politik für die Gleichstellung homosexueller Bürger ein, ist Mitglied des Bundestags in wirklich verschiedenen Ausschüssen. Ich habe mir überlegt, ob ich da jetzt welche von aufzähle, aber es sind so viele, dass ich dann gedacht habe, ich lasse es mal bleiben. Ist seit 2011 Mitglied im Bundesvorstand der FDP. Herzlich willkommen, Michael Kauch von der FDP. So, das war's mit der Vorstellung. Damit die hier nicht völlig unvorbereitet hinkommen, die guten Damen und Herren Politiker, haben wir denen erlaubt, mal ein Eingangsstatement zu machen. Und wir haben ihnen eine Frage vorab geschickt. Und die lautete, wie setzen Sie persönlich und Ihre Partei sich für Fans und Fußballveranstaltungen ein? Welche Maßnahmen schlagen Sie in politischer Hinsicht vor? Und ich möchte Sie jetzt bitten, Ihre Eingangsstatements zu halten. Bitte nicht alle gleichzeitig. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit Herrn Kauch an. Und Sie wissen, ne, die Sanduhr läuft runter. Kleine Parteien haben im Bundestag ganz oft auch nur 3 Minuten Redezeit. Ja, kurz vorgestellt wurde ich spannenderweise wieder mit einem Schwerpunkt, der mit dem Thema nichts zu tun hat. Ich sage hier nicht, wie Politiker das sonst in solchen Veranstaltungen tun, dass ich der Mega-Super-Fan bin. Ich gucke mal Fußball im Fernsehen, freue mich, wenn BVB gewinnt, aber ich gehe nicht ins Stadion. Und deshalb bin ich auch sehr gespannt, viel zu hören, was hier gesagt wird von Ihnen. Mein Bruder ist BVB-Mitglied, auch er im Stadion. Deshalb kriege ich ein bisschen was mit. Und mir geht es darum, vielleicht auch mal den Blick ein bisschen von außen so drauf zu nehmen, nämlich die Frage zu stellen, was hat eigentlich Fußball mit unserer sonstigen politischen Linie als Liberale zu tun? Da geht es einmal um den Schutz der individuellen Freiheit vor dem Staat. Datenschutz beispielsweise ist da ein Thema. Es geht um die Frage der Eigenverantwortung, nämlich auch der Selbstverwaltung des Sports. Und es geht um die Frage von Toleranz und Respekt. Da sage ich ausdrücklich, auch wenn ich jetzt, ich habe mich heute mal ein bisschen briefen lassen, was heute im Innenausschuss des Landtages zum Thema Schalke-Einsatz diskutiert worden ist, ist das immer wechselseitiger Respekt von beiden Seiten, die hier betroffen sind. Und es gilt auch im Stadion zunächst einmal die Unschuldsvermutung. Das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Aufklärung von unangemessener Polizeigewalt, da haben wir auch einen Fragenkatalog zu bekommen. Wir haben in NRW ja eine interne Kontrolle in der Polizei, insbesondere auch ein eigenes Kommissariat für Beamtendelikte. Deshalb halte ich so Schiedsstellenmodelle nicht für erforderlich, aber die Frage ist, wie kann man denn den Polizisten erkennen? Wenn er sozusagen in voller Montur hier einen Übergriff macht, der nicht gerechtfertigt ist. Und das Thema Kennzeichnungspflicht ist bei uns in der Fraktion auch ausgesprochen umstritten. Es gibt unterschiedliche Haltungen. Der sportpolitische Sprecher ist dafür, die innenpolitische Sprecherin dagegen. Ich persönlich bin der Auffassung, man sollte Polizisten nicht mit Namen kennzeichnen. Das gilt dann ja auch für andere Dinge, Nazi-Demos oder Ähnliches. Aber ich habe nichts dagegen, wenn Nummern und insbesondere wechselnde Nummern nach Einsatz hier zum Tragen kommen. Ich glaube, das wäre für beide Seiten dann auch eine höhere Transparenz. Wir haben im Wahlprogramm den Punkt Gewalttäterdatei. Wir haben dafür gesorgt, dass es hierfür erstmals überhaupt eine gesetzliche Grundlage gibt, die es vorher nicht gab. Wir sind allerdings mit dieser gesetzlichen Grundlage, dieser Verordnung, die auf Bundesebene mit Zustimmung des Bundesrates zu treffen ist, nicht zufrieden, weil sie insbesondere aus unserer Sicht zu unzureichende transparente Einträge und die Benachrichtigungen gibt. Da halten wir eine Nacharbeit für erforderlich. Wir sind beim Datenschutz gegen Gesichtserkennungsprogramme, den Einsatz und die Weitergabe von Daten automatisiert an die Vereine, was vom Verband ja wohl teilweise gefordert wird. Und was die gesellschaftliche Funktion des Fußballs angeht, so ist das mir natürlich ein besonderes Anliegen, sowohl in der Integrationspolitik, was Migrantinnen und Migranten angeht. Ich glaube, hier ist beim BVB doch schon einiges passiert, auch der Einsatz gegen Rassismus. Ich war allerdings etwas irritiert. Ich bin Kuratoriumsmitglied der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, die sich einsetzt für die Gleichstellung Homosexueller. Wir fangen und, schon gut an, Herr Kauch. Und dort, lass mich den Satz noch zu Ende machen, das macht der Bundestagspräsident in der Regel auch.
Hier hat die Bundesjustizministerin eine Erklärung mit mehreren Fußballvereinen, Bayern München, HSV, der DFB ist dabei und einige andere Vereine unterzeichnet. Vom BVB kam leider die Aussage, man habe momentan andere Themen. Also hier kann man vielleicht auch als Fans noch ein bisschen was tun für die gesellschaftliche Toleranz und Integration. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank, Herr Hoffmann, Sie dürfen direkt loslegen. Ja, ist okay. Dann versuche ich es einmal ein bisschen kürzer zu machen. Mal gucken, ob das geht. Geht es ja. So. Also für mich ist eins klar, Fans müssen ungestört Fußballspiele sehen können. Punkt 1. Fußballeinsätze der Polizei dürfen dem Verein nichts kosten. Das ist für mich ganz wichtig. Das ist also festgelegt, geht gar nicht anders zurzeit. Stehplätze müssen erhalten bleiben, um noch einen Punkt zu nennen. Und Fans müssen einen Ansprechpartner haben beim BVB, bei der Polizei und bei der Bundespolizei. Das ist mir ganz wichtig. Was allgemein ist vielleicht noch, um das überhaupt zu skizzieren, ich selber bin auch BVB-Fan und hatte das Glück, dass ich im letzten Jahr eine Dauerkarte einem Kollegen abkaufen konnte und leider habe ich die nicht mehr. Gut, jetzt kann ich nur noch so hingehen, ich war übrigens auch schon öfter in der gelben Wand. Fußball ist für mich ein Sport, der ist ganz wichtig. Fußball guckt fast jeder, Männer und Frauen, jung und alt, Damen und Herren, völlig egal. Es ist ein Sport, der begeistert und das darf man nie vergessen. Die Atmosphäre, die da versprüht wird, die ist einfach einzigartig. In vielen Fußballstadien, aber insbesondere hier, das ist unglaublich. Ich war, als ich nach Dortmund gezogen bin, 1992, war es für mich einmalig. Ich war vorher noch nie im BVB-Stadion. Was ich hier gesehen habe, ist einmalig. Wenn man die gelbe Wand sieht, kriegt man eine Gänsehaut. Aber wie können wir das überhaupt gewährleisten? Was ist wichtig überhaupt? Wie kommen wir überhaupt dahin, dass Spiele ungestört ablaufen können? Für mich ist da ganz wichtig die Transparenz. Die Polizei, ich denke mal, dass daher noch die eine oder andere Frage kommt, und die Fans und die Ordner und der BVB, die müssen auf Augenhöhe diskutieren, das ist ganz wichtig. Die müssen also bestimmte Regularien festlegen, die müssen miteinander sprechen, wie kann was ablaufen. Denn Ziel ist ja immer das Gleiche, wir wollen ein tolles Spiel sehen, wir wollen Fans haben, die begeistert sind, wir wollen Fans haben, die klatschen, wir wollen Fans haben, die Sprüche machen, nur so können wir den BVB auch am Leben halten. Allerdings sind da bestimmte Verhaltensmaßregeln natürlich wichtig. Das ist ganz wichtig auf beiden Seiten, nicht nur auf Seiten der Polizei, sondern auch auf Seiten der Fans und auch die Ordner müssen bestimmte Verhaltensmaßregeln beachten. Und der BVB ist da eine ganz wichtige Schnittstelle, denn die müssen dafür sorgen, dass das alles irgendwie klappt. Aber immer wieder kommen wir auf den einen Punkt, auf Augenhöhe. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Bestimmte Dinge, die ablaufen, sind vorhersehbar. Jeder Mensch weiß, wenn ich irgendetwas mache, oh Gott, wenn ich etwas mache, was vielleicht nicht ganz in Ordnung ist, dann könnte die Polizei irgendwann kommen. Das weiß jeder. Das muss aber besprochen werden. Und man kann mit den Fans und mit den Gruppen und mit den Ordnern darüber ganz frei reden. Denn nur wenn man darüber redet, weiß man auch, was einem nachher erwartet. Das oberste Ziel ist also immer ein gewaltarmer Ablauf eines vernünftigen Spiels. Und Fazit ist einfach, wenn wir uns nachher alle wohlgefühlt haben und wenn das Spiel dann gewonnen ist, dann fühlen wir uns alle toll. Man muss ja auch wissen, die Fankultur ist so weit ausgegeben, ist so weit vorangeschritten, dass die Menschen ja mitfühlen, wenn sie gewinnen, der BVB, und wenn sie verlieren. Und von daher, das muss man alles einbeziehen. Und das wird verpackt in dem Bereich, wir müssen alle miteinander reden. Das ist für mich wichtig. Und was für mich persönlich noch wichtig ist, wenn ich hier hinkomme, ich fühle mich hier total wohl. Ich höre dem BVB gerne zu, ich höre dem BVB gerne schreien, ich esse hier gerne Bratwurst und auch zwei. Ein Bier trinke ich nicht so oft, aber dafür eine Fanta. Schönen Dank. So, dann dürfen Sie direkt loslegen, Frau Schneckenburger. Dankeschön. Ich bin... Ziehen Sie mal ein bisschen weiter her, dann... Das sagten Sie ja eben schon, Landtagsabgeordnete, bewerbe mich jetzt also nicht um Bundestagsmandat, aber wir haben ja auch landespolitisch eine ganze Reihe Punkte, die man hier, glaube ich, heute Abend miteinander diskutieren kann und muss, und ich nehme an, das ist auch Ihr Interesse. Ja, sogar mehr als Bundesbürger, da ist was dran, jedenfalls heute an diesem Tag sowieso. Ich bin 1990 nach Dortmund gekommen und ich muss sagen, in diesen Jahren von 1990 bis heute hat der BVB ja manche Höhen und Tiefen erlebt. Ich habe das einfach so erlebt, dass der Verein ganz eng verbunden ist mit der Stadtgesellschaft, mit den Menschen hier, nicht nur mit den Dortmundern, aber doch sehr tief eingewurzelt, vor allen Dingen in Dortmund. Da gab es Höhen und Tiefen, das wissen Sie alle viel besser als ich auch.
Für mich heißt das aber, dass der BVB ein Stück unverzichtbarer Identität von Dortmund ist. Und die Fans machen natürlich den BVB auch zu dem, was er ist. Also nicht nur die Mannschaft, es sind auch die Fans, die bereit sind, dafür einzustehen und auch in schwierigen Situationen wie in guten Situationen diesen Verein und die Vereinsarbeit auch mitzutragen und den Erfolg dieses Vereins mitzutragen. So. Deswegen gehört das für mich zusammen. Und wenn man insofern über Sport spricht, über Fußball spricht, über den Verein spricht, dann spricht man eben automatisch auch über die Fankultur mit. Wir haben als Landtagsfraktion in den vergangenen Monaten ein Papier diskutiert. Das hat unsere sportpolitische Sprecherin Josephine Paul vorgelegt, die eine ganz begeisterte Fußballerin ist, selber auch aktive Fußballerin ist. Und wir haben uns deswegen auch mit diesen verschiedenen Fragen, die sich an Fankultur knüpfen, auseinandergesetzt. Da ist zum einen, fällt auch in unsere Zuständigkeit Fanprojektarbeit, auch die Finanzierung von Fanprojektarbeit. Das halten wir für ganz wichtig, weil es ein Stück auch Jugendkultur ist, die da mit finanziert wird. Und insofern finanzieren wir das auch aus dem Jugendkultur- und Förderplan mit. Daran wollen wir auch festhalten, weil wir sehen, dass da einfach so ein Stück Kultur entstanden ist, das unterstützt werden muss, das begleitet werden muss durch die Fanprojekte. Und die haben eine wirklich wichtige Arbeit geleistet, auch in Dortmund. Es geht um Sicherheitsfragen, die muss man miteinander diskutieren, auch am Tag wie heute. Wir haben dann in der Fraktion gerade diese Frage überzogener Stadionverbote, Gesichtsscanner, kollektive Festsetzungen miteinander diskutiert. Wir halten das für falsche Antworten, sind der Meinung, dass man vor allen Dingen präventive Arbeit machen muss und dass es auch um Dialog gehen muss. Und an dieser Stelle spielen die Fanprojekte und spielt die Fanbetreuung natürlich eine große Rolle. Und lassen Sie mich nur noch einen Punkt sagen, da kommen Sie sicherlich auch noch mal drauf, Michael Kauch hat es ja auch angesprochen, Rassismus und Homophobie gehören nicht ins Stadion. Und ich bin sehr froh, dass der BVB daran konsequent gearbeitet hat mit seinen Fans und dass die Situation gegenüber der Anfangsphase, als ich in Dortmund war, sich wesentlich verändert hat in der Stadt. So, dann bitteschön, Frau Poschmann. Ich kandidiere jetzt das erste Mal für den Bundestag, deshalb hatte ich auf Bundesebene noch nicht so viel mit dem Thema zu tun. Aber persönlich natürlich, weil ich aus Dortmund komme und Sie hatten gerade so gesagt, dass ich eher so den direkten... Ich muss leider noch ein bisschen näher dran gehen, weil sonst... Kann man ein bisschen hier... So in der ja, Sie, ich mache ein bisschen Platz. So. Bitte schön. Jetzt mal die Uhr anhalten. Sie kriegen noch, Sie kriegen die 20 Sekunden von Frau Schneckenburger. Das, so viel kann ich mich überreden lassen. Bitte schön. Ja, ich... Ich komme aus Dortmund und deshalb geht man am BVB natürlich nicht vorbei und ich bin selber Fan, gehe oft ins Stadion auf wechselnde Plätze, weil ich für eine Dauerkarte halt keine Zeit habe. Ich habe noch einen kleinen Sohn und bin deshalb auch politisch halt gebunden. Und gerade wurde so gesagt, ich mag eher das persönliche Gespräch, das stimmt. Ich will jetzt nicht sagen eher, sondern natürlich mag ich auch Großveranstaltungen, sonst würde ich, glaube ich, nicht ins Stadion gehen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, halt gerade als Politiker mit den Menschen zu sprechen, um im Grunde zu wissen, was ihn bewegt, was Fans bewegen, was aber auch die andere Seite bewegt. Also genauso gut die Polizei, aber auch die Vereinsspitze. Und da hatte ich letztlich ein Gespräch hier auch im Stadion mit unserem innenpolitischen Mann, dem Herrn Oppermann und dem Fanprojekt, aber auch der DFL-Spitze und der Stiftung, um zu gucken, im Grunde, welche Projekte sind jetzt aktuell. Hier hat das Fanprojekt ja viel geleistet. Und deshalb wollen wir als SPD auch gerade das Fanprojekt weiter unterstützen. Ich habe das bisher auf der kommunalpolitischen Ebene ja indirekt gemacht, weil die Stadt Dortmund natürlich auch einen Teil der Finanzierung des Fanprojektes übernimmt. Habe auch beruflich damit zu tun gehabt, und zwar im Sponsoring-Bereich zum Thema Streetkick. Deshalb kenne ich auch da die Verantwortlichen ganz gut und bin da auch im Bilde. Deshalb halte ich das immer ganz für wichtig, halt, dass man weiß, wovon man spricht und mit welchen Menschen. Und politisch sind wir als SPD eher dafür, gerade jetzt, sag ich mal, wo es auch sehr eskaliert ist, dass wir sagen, Prävention, so wie Frau Schneckenburger das auch schon sagte, ist besser im Grunde Vorbeugung, viel, was das Fanprojekt halt auch leistet, als Bestrafung. Und ich glaube, hier müssen wir viel mehr miteinander ins Gespräch kommen. In Dortmund läuft es, so wie ich gehört habe, ganz gut. Bei anderen sind die
die Fronten sehr verhärtet, da spricht der eine mit dem anderen nicht mehr. Ich glaube, so kommen wir nicht weiter. Und auch heute, was der Innenminister gesagt hat, ich glaube, wir müssen da auch da wieder zusammenfinden, weil einfach die Polizei abzuziehen, halte ich für eine nicht so gute Idee. Und wir werden halt gucken. Ich glaube auch, das ist ein Schuss im Grunde auf die Schalker Seite, dass sie sich auch wieder bewegen müssen, der Verein einfach auf die Polizei auch wieder zu. Und ich glaube, so kann es weitergehen. Und zum Thema Stehplätze sind wir natürlich auch dafür, dass die Stehplätze, gerade ist es natürlich in Dortmund ein Thema, das macht Atmosphäre auf. Und ich glaube, dass Stehplätze, ein Verbot von Stehplätzen nicht dazu führt, dass man weniger Gewalt hat, sondern eher, dass die Preise höher werden und sich dann nicht mehr jeder einen Platz leisten kann. Das wollen wir natürlich verhindern, sodass jeder noch die Möglichkeit hat, auch für weniger Geld eine Karte zu bekommen. Danke. Hennis. Jo, wurde ja gerade schon gesagt, ich bin selber aktiver Fan vom WSV, bin dort im Prinzip seit Pi mal Daumen 2004 fan- und vereinspolitisch aktiv. Wir hatten damals so Probleme, die im Prinzip euch eher weniger betreffen, da ging es dann zum Beispiel so um ja, Demos gegen Zweitvertretungen in der dritten Liga, das Problem habt ihr auf absehbare Zeit nicht. Ansonsten hatte ich halt das fragwürdige Vergnügen, im Vorfeld von der WM 2006 so ein bisschen den leichten Sicherheitswahn damit zu machen, also Sprichwort Gefährderanfragen, einfach in die Datei gewalttätiger Sport und so, das, was mich halt politisch ein bisschen geprägt hat und was dann auch für mich mit Motivation war, in die Politik zu gehen und das dann halt bei den Piraten zu machen, weil halt das ist für mich ein klassisches Datenschutz-Bürgerrechtsthema, dass solche Sachen nicht ohne weiteres laufen. So viel zu mir. Ansonsten sind wir jetzt ja seit schon ein bisschen länger im Landtag hier auch in NRW, haben dort, da habe ich das Glück, dass wir einen relativ kurzen Draht zu unseren Abgeordneten haben, dass da auch einige Leute drin sind, die jetzt ihre Stadionbesuche auch eher in Saisons zählen können. Und dort sind eigentlich unsere Hauptaktivitäten gewesen, das war, nachdem es hier beim letzten Derby gegen Schalke letztes Jahr ein paar Probleme gab da vorne am Weg. Ist er da? Weiß ich nicht. Da gab es dann einen sehr unschönen Antrag von der FDP, wo dann Sachen gefordert wurden, wie Staatsanwälte im Stadion, die dann direkt vor Ort im Schnellverfahren irgendwelche Leute verurteilen sollen. Solche Sachen versucht man halt den Wind rauszunehmen. Dann gibt es Forderungen von der CDU, die dann eine Mindeststrafe für Widerstand gegen Beamte fordern, was jeder, der mal auswärts gefahren ist, ein paar Mal dann sowas angedichtet werden kann. Solche Sachen versuchen wir halt ein bisschen rauszunehmen. Allgemein ist bei uns ein Punkt, dass wir versuchen, Reformbereitschaft für die gewalttätiger Sport zu wecken. Dazu haben wir mehrere Anfragen gestellt und letztlich ist es so, außer von den Sachen, die da in dem Bericht drin stehen, wissen die nichts. Also man kann nicht sagen, bei den verletzten Zahlen, wer wurde verletzt, wodurch wurde er verletzt. Das sind alles Dinge, die fehlen. Also es fehlt da einfach eine vernünftige Grundlage, auch wissenschaftlich und sachlich an die Sachen ranzugehen. Ansonsten auf Bundesebene haben wir, wie vorhin schon gesagt, einige Programmpunkte abgeschlossen. Da geht es dann halt um Dinge wie, dass wir die Stadionverbote auf eine vernünftige Grundlage setzen wollen, dass da immer der jeweilige Heimverein zuständig ist, dass man Anhörungsrecht bekommt. So als Fans, als Fern- oder auch als Fernziel haben wir uns den kontrollierten Einsatz von Pyrotechnik auch auf Verfahren geschrieben. Da gibt es momentan sehr schöne Entwicklungen in Schweden, wo die Polizei jetzt auch wenigstens offen und hergeht und testet erstmal und versucht irgendwie eine Datengrundlage zu schaffen, wie gefährlich das ist, wie die Rauchemissionen sind, das sind alles Sachen, die gibt es hier nicht. Also da gibt es im Prinzip nur zwei Meinungen, dazwischen gibt es nicht und da versucht man halt ein bisschen sachliche Dialog und Grundlage zu schaffen. Und, ja, bevor die Rote kommt, höre ich auf. Frau Jäckel, bitte. Ja, danke. Ja, wenn man den Vorsitzenden der deutschen Polizeigewerkschaft glauben will, dann gefährden jedes Wochenende Hunderttausende von Fußballfans ihr Leben. Die Innenministerkonferenz hat ständig auf der Tagesordnung Gewalt im Fußball. Und man kann wirklich sagen, dass neben den Salafisten und Rockern
die Fußballfans ja im Grunde genommen für die zur Gefahr der inneren Sicherheit hochstilisiert werden. Und deswegen sagen wir eben auch ganz klar, also jeder Verletzte ist zu viel, keine Frage. Aber wenn man sich die Zahlen einfach mal anschaut, also es geht hier um 1143 Verletzte inklusive der Opfer auch von der Polizei und von Ordnern und gegenüber 18,5 Millionen Menschen, die zu Fußball gehen, also in Bundesliga-Spiele besuchen, ist das im Grunde genommen marginal. Und deswegen denke ich, wir sollten die Leute mal auf dem Teppich bleiben, insbesondere was immer wieder die Hochstilisierung von den Gefahren angeht. Ich glaube, dass das Hauptproblem ist die Polizeieinsätze an sich und nicht die gewalttätigen Fans. Natürlich muss man sich mit denen auseinandersetzen, Dialog führen, keine Frage. Aber wir haben ja das Beispiel gesehen vor einigen Wochen hier im Ruhrgebiet, den Verein des Namens möchte ich hier lieber nicht nennen. Vielleicht verständlich, aber wichtig ist für die Linke, wir haben als Einzige die Kennzeichenpflicht der Polizei in den Bundestag als Antrag eingebracht. Nur die Grünen haben zugestimmt, alle anderen haben es abgelehnt. Ich denke, es kann nicht sein, dass Polizisten anonym prügeln können und dass man sie nicht dafür belangen kann. Wichtig finde ich, wenn Gewalt bekämpft werden soll, dann brauchen wir den Dialog und vor allen Dingen die Stärkung der Fanprojekte. Dass die Fanprojekte eine großartige Arbeit leisten, zeigt sich zum Beispiel daran, dass sie eben gegen Rassismus beziehungsweise auch also Homophobie und in den Stadien da versuchen jedenfalls das zu verbannen. Das finde ich sehr wichtig. Falsch finden wir beispielsweise auch die Verbote, die Vereinsverbote, schon wenn ein Ermittlungsverfahren läuft. Ich denke hier immer im Zweifel für den Angeklagten, wenn jemand verurteilt ist, dann kann man darüber nachdenken, dass ein Vereinsverbot oder ein Stadionverbot ausgesprochen wird. Aber wichtig scheint hier rechtsstaatliche Grundsätze zu beachten, dass wirklich ein Gerichtsurteil vorliegt. Dann sind wir auch dagegen, dass es eine Gewalttäterdatei Sport gibt. 13.000 Menschen sind hier registriert. Man darf nicht vergessen, dass viele... Frau Höcke, ganz kurz, Sie kriegen glatt rot, weil Sie die gelbe nicht gesehen haben. Sie dürfen aber natürlich noch eine halbe Minute drauf. Gut. Also Sie sind oft häufig eben am falschen Ort zur falschen Zeit. Wir wollen auch erschwingliche Tickets haben, vor allem für sozial Schwache und Stehplatzstadien und keine Kommerztempel. Und die Linke steht für den 12. Mann und für die 12. Frau. Ja, vielen Dank für Ihre Eingangsstatements. Bin ich wieder laut genug? Ja, ne? Gut. Ja, ich habe jetzt gerade auf die Uhr geguckt, also ich werde Thomas Gottschalk heute wahrscheinlich alle Ehre machen. Wir haben jetzt, glaube ich, schon 20 vor, ne? Ja, okay. Wenn ihr die ersten wegnicken, dann hören wir auf. Wir wollen mal schnell ins erste Thema einsteigen. Soziale und kulturelle Bedeutung des Fußballs. Speziell in Dortmund. Borussia verbindet Generationen, Männer und Frauen aller Nationen. Und genau dieser verbindende Charakter wird in Dortmund ganz besonders deutlich. Um den Fußball allerdings auch in der Form zu erhalten, muss er weiterhin für alle Bevölkerungsschichten zugänglich bleiben. Daher führen wir den Kampf an allen möglichen Fronten, unter anderem halt mit der Aktion Kein Zwanni, die mittlerweile eine deutschlandweite Aktion geworden ist und auch sehr viele Erfolge feiert. Die Frage, die wir als Fans uns stellen und die ich jetzt Janni als Fanvertreter hier auf der Bühne stellen möchte, ist: Was kann die Politik aus deiner Sicht denn eigentlich tun, um den verbindenden und integrativen Charakter des Fußballsports langfristig zu sichern und uns Fans beim Kampf um den Erhalt des Volkssports Fußball zu unterstützen? Ja, danke für die Einführung. Grundsätzlich ist es halt schon schwer für politische Parteien, Fußballfans da in Gänze zu repräsentieren, weil wir eben schon sehr breit aufgestellt sind. Auf der einen Seite sind wir Fußballfans schon fast stockkonservativ, was so Modernisierung am Fußball angeht. Auf der anderen Seite, was so Bürgerrechte angeht, sind wir da schon extrem liberal. Und des Weiteren sind wir, was Kapitalismus,
was so Kritik an der am modernen Fußball angeht, ja schon fast linksradikal teilweise. Deswegen ist es schwer für eine politische Partei, da eben alles so abzudecken, was uns gefällt. Was uns halt relativ wichtig ist, dass die Kriminalisierung, die insbesondere seit Sommer 2012 von einigen Politikern betrieben wurde, aufhört. Denn ich glaube, auch die ganze Situation, wie wir sie derzeit in Nordrhein-Westfalen erleben, wäre nicht passiert, wenn nicht einige Polit-Hooligans, will ich sie mal bezeichnen, aus den Reihen der CDU und auch der SPD da durchgedreht wären und teilweise Fußfesseln für Stadionverbotler gefordert haben. Also das sind eben Dinge, die gar nicht gehen. Des Weiteren natürlich der halt der Stehplätze. Das ist vor allem in Dortmund wichtig, weil ich glaube, die Stadt Dortmund ist fast schon zweigeteilt in Nord und Süd und diese beiden Städte im Prinzip haben kaum mehr was miteinander gemeinsam, außer Borussia Dortmund. Ich glaube, der BVB ist leider das Einzige, was es in Dortmund gibt, wo, ab Achtung, jetzt kommt der Stammtisch, wo wirklich der gut verdienende Professor oder der Unternehmensführer neben dem Hartz-IV-Empfänger steht. Und das ist extrem wichtig, dass das beibehalten wird, was wichtig ist für den Zusammenhalt in der Stadt Dortmund und auch grundsätzlich in der Gesellschaft. Das ist wichtig, deswegen ist es wichtig, dass Stehplätze beibehalten werden, alleine wegen der Preise. Trotzdem muss man gucken, wenn die Preisinflation oder die Fußballpreisinflation so weitergeht, muss man vielleicht sogar mal überlegen, sozialverträgliche Tickets einzuführen. Ich meine, wir subventionieren Operntickets, Theatertickets. Vielleicht sind wir bald in der Situation, dass wir auch Fußballtickets subventionieren möchten oder müssen. Das sind so meine Forderungen an die Politik. Also stopp mit der Kriminalisierung. Hören Sie auf, die DFL zu instrumentalisieren, dass sie Gesetze gegen uns einführen muss. Und ja, wir wollen eigentlich den Fußball möglichst so beibehalten, wie er ist. Dankeschön. So, bevor wir jetzt mal die ersten Fragen gleich aus dem Publikum zulassen, möchte ich Frau Poschmann vielleicht als erstes mal fragen. Speziell in einer Stadt wie Dortmund spielt der Fußball eine ganz besondere Rolle, wie gerade auch schon gesagt. Was wollen Sie und Ihre Partei, auch vielleicht vor dem Hintergrund, was heute im Innenausschuss besprochen wurde, aber generell auch, dafür tun, dass dem Fußball dieser verbindende Charakter, wie Herr Groschecki gerade auch schon so schön gesagt hat, Nord und Süd, Arm und Reich, die Gegensätze, die in Dortmund zusammen auf der Tribüne stehen. Was wollen Sie dafür tun, dass der Fußball, dass dem Fußball dieser verbindende Charakter erhalten bleibt? Ja, ich habe gerade ja schon ein Projekt gesagt, was jetzt gerade auch erwähnt wurde, und zwar im Grunde, dass wir für den Erhalt von Stehplätzen sind, damit es halt trotzdem noch erschwingliche Dauerkarten gibt oder auch, gut, so frei kommt man, glaube ich, gar nicht mehr an die Stehplätze dran. Aber das ist halt auch so ein sozialer Charakter, wo wir sagen, das muss erschwinglich bleiben und da können wir nicht im Grunde aus einem vorgeschobenen, meine ich, Argument, dass man sagt, dadurch wird Gewalt im Grunde verhindert. Ich glaube nicht, dass dadurch Gewalt verhindert wird. Und natürlich eine Aufklärungsarbeit. Also ich glaube auch, dass Sie recht haben, dass gesagt wird, dass jetzt gerade in den letzten Tagen oder letzten Wochen das Thema Gewalt im Fußball sehr nach vorne gespielt wird. Und da war ja mal das Beispiel im Grunde, was passiert auf einem Oktoberfest und was passiert im Grunde bei Heimspielen im Grunde in ganz Deutschland. Alleine wenn man nachts durch Dortmund geht, dann kommt man an keiner Disco vorbei, ohne dass da ein Polizeiwagen steht. Also ich glaube, jeden Freitagabend passiert in den Dortmunder Discos mehr als im Westfalenstadion beim Heimspiel. Aber wenn wir zwei Verletzte beim Heimspiel haben, dann gibt es gleich einen Skandal und dann fordert der Jäger wieder... Naja, ich möchte es nicht aussprechen, was er gerne fordert, aber das sind eben Dinge, die eben die DFL unter Druck setzen, die Fans teilweise dann auch unter Druck setzen und das sind eben Dinge, die einfach gar nicht gehen. Und das ist eigentlich relativ schade, weil sie damit auch Jugendlichen signalisieren, dass es nicht darum geht, wer hat das beste Argument, weil die Fußballspiele sind sicher, sondern Recht hat der, der am lautesten schreit, weil leider hat sich die DFL am 12.12. diesem fast schon Diktat der radikalen Politiker gebeugt. Und das finde ich als politisch denkender Mensch einfach total schade. Ich lasse Sie da jetzt nochmal direkt drauf antworten, einmal kurz und dann lassen wir mal was aus dem Publikum zu. Da muss man aber sagen, dass nicht die SPD die Ersten waren, die geschrien haben, sondern die Regierung. Und ich spreche mich halt da eher für
Friedrich, der Innenminister. Also das ist nun mal so, dass er als erster gesagt hat, im Grunde auch nach dem Stehplatzverbot geschrien hat. Da haben wir uns doch zurückgehalten von der SPD, weil wir gesagt haben, da müssen wir erst sprechen, auch mit den Vereinen und mit den Fanvertretern im Grunde, ob das überhaupt was bringt, weil wir uns das nicht vorstellen konnten. Aber die andere Sache ist natürlich, so integrative Projekte politisch zu fördern. Also Politik vom Grundsatz her gehört natürlich nicht so in die Stadien, sondern sie hat auch einen Anspruch bezogen auf Rechtsextremismus, auf Bürgerrechte, das ist ganz klar. Aber vom Grundsatz her sollte sich Politik nicht so in den Sport einmischen. Und deshalb finde ich auch, dass man die Diskussion, das ist ja eine persönliche Einstellung auch und eine politische von mir, dass man im Grunde diese Gewalt, im Grunde, die jetzt nach vorne geschoben wird, auch relativieren sollte. Das wollte ich gerade mit dem Oktoberfest machen. Da sind sie mir in die Parade gefallen. Aber gleichzeitig natürlich auch unterstützen soll, wo präventive Maßnahmen und Integration im Grunde gefördert werden kann. Gündogan macht das ja auch mit einer Initiative, wo wir auch uns erkundigt haben nochmal. Und das kann die Politik halt nach vorne bringen, dass im Grunde auch bestimmte Gewalttaten und Rechtsextremismus so gar nicht nach vorne kommen können. Gut, haben wir hier eine Anmerkung aus der Runde? Dann zuerst Herr Hoffmann. Ja, geht. Ja, da haben Sie genau recht, Frau Poschmann. Politik gehört nicht in die Stadien, bis auf heute. Heute ist es nämlich angefangen. Da hat nämlich der Innenminister der SPD Folgendes gemacht. Er hat nämlich gesagt, die Polizei wird im Stadion in Schalke nicht mehr dabei sein. Ist ein Unding für mich. Also wenn wir schon die Fankultur erhalten wollen, und ich glaube, das wollen alle hier, das wollen Rechtsanwälte, das will der Hartz-IV-Empfänger, das will ein Bäcker, das will auch ein Polizeibeamter, dann müssen wir miteinander reden. Und genau das, was er jetzt macht, er baut nämlich eine Front auf gegen die Fangruppe. Das kann nicht sein. Und im Übrigen, unser Polizeipräsident... Und ich habe gut informierter Quelle gehört, dass Dortmund da zum Beispiel anders denkt. Es ist auch gar nicht möglich. Wenn wir die Fankultur mit allen den tollen Facetten, und es sind meistens tolle Facetten, erhalten wollen, dann geht es nur darum, über die Schiene, wir müssen miteinander reden. Gerade wenn die Fronten verhärtet sind, so wie es ja jetzt teilweise ist, das kann ich nachvollziehen. Deswegen müssen wir da nachkarren. Okay. Jetzt müssen wir schauen, dass wir uns hier erstens im Themenfeld bleiben, aber ich würde es jetzt trotzdem kurz gerne dann zu Ende diskutieren. Wir hatten es eigentlich für etwas später vorgesehen, das Thema Fußball und Sicherheit. Es sollte eigentlich jetzt... Nee, wir machen das jetzt. Ich lasse Sie jetzt noch zu Wort kommen. Okay. Und dann schauen wir gleich, dass wir mal eine Frage aus dem Publikum zulassen und dann eben uns weiterhin in diesem Themenfeld behalten, in diesem Themenfeld bleiben, das wir gerade angerissen haben, nämlich die soziale und kulturelle Bedeutung des Fußballs. Und zum Thema Fußball und Sicherheit würde ich dann den anderen Wortmeldungen von jetzt eben das Wort erteilen, wenn es soweit ist. Also zum Thema Stehplätze. Es ist völlig abwegig aus meiner Sicht, aus Sicherheitsgründen zu sagen, die sollen weg. Auf der anderen Seite ist es auch nicht Aufgabe der Politik zu entscheiden, wie hoch Eintrittspreise sind. Das ist nämlich Sache des Vereins. Da muss man intern miteinander reden. Und ich sage mal ganz klar, ein Verein, der eine solche gesellschaftliche Bedeutung hat wie der BVB in Dortmund oder meinetwegen auch Bayern München in München und Schalke in Gelsenkirchen, die müssen sich dann natürlich fragen, ob sie ihrer Bedeutung gerecht werden, wenn man nur aufs Geld schaut. Und ich glaube, ein Verein, der nur aufs Geld schaut, wird irgendwann auch ein Problem mit dem Image bekommen und sich seine Grundlage entziehen, auf der die Stadt hinter ihm steht. Und deswegen glaube ich, dass der BVB und andere Vereine gut beraten sind, hier auch noch sag mal, sozialverträgliche Angebote zu machen bei allen wirtschaftlichen Überlegungen. Das andere Thema, ich habe gerade mal versucht, Faktencheck zu machen. Leider ist der Internetempfang bei meinem iPad gerade nicht so gut. Ich bekomme gerade nur auf Ihren Blog eine Reaktion, wo der Vorwurf gegen die FDP zurückgewiesen wird. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es im deutschen Rechtsstaat möglich ist, durch Staatsanwälte Verurteilungen zu machen, weil dafür sind die nämlich gar nicht zuständig. Das machen nämlich in Deutschland Richter. Deshalb sollten wir vielleicht mal miteinander das austauschen, was da tatsächlich die Faktenlage ist. Das können wir auch dann gerne noch mal intensiver tun. Mir geht es darum, und ich vermute mal, dass das auch die Stoßrichtung war,
dass Staatsanwaltschaft im Zweifel eine neutralere Position ist, gerade wenn es um Polizeigewalt gibt, nämlich eine Kontrolle auch über die Polizei an dieser Stelle auszuüben. Ich vermute, dass es in diese Richtung geht. Das können wir aber dann gerne nochmal klären. Das wollte ich nur nicht so im Raum stehen lassen. Und ansonsten ist es so, dass wir bei der Innenministerkonferenz rote und schwarze Sheriffs haben und die tun sich in der Regel nichts. Die sind immer für Überwachung, die sind immer für Repression und egal, ob die schwarz oder rot sind, die Innenminister sind immer auf dieser Seite. Gut, vielen Dank, Herr Kau. Na, mit dem Ton, okay. Also ich bleibe mal hier außen stehen. Gibt es jetzt zu dem gerade angesprochenen Thema oder auch zu dem Themenblock, in dem wir uns eigentlich gerade bewegen sollten, Fragen aus dem Plenum an die Politiker? Dann würde ich jetzt kurz um Wortmeldungen bitten, damit wir dann mit den beiden Mikrofonen, die wir hier im Raum haben, dann an die entsprechende Stelle kommen können und ihr eure Fragen stellen könnt. Wenn es die erstmal nicht gibt, doch, dann habe ich erst hier einmal Mikrofon zu Malte Dürr hier vorne. Ja, erstmal möchte ich mich bei den Politikern und bedanken für ihre bisher sehr sachlichen Statements. Dafür haben sie sich schon mal nicht qualifiziert fürs Amt des NRW-Innenministers gerade. Aber das nur vorweg, ich darf das auch, weil ich selber Mitglied der SPD bin. Und das, was gerade angesprochen wurde, es wurde jetzt praktisch in diesen Themenblock reingeschoben, dann wäre ich auch dafür, das kurz aufzugreifen, weil zumindest Frau Poschmann und Herr Hoffmann da schon was zu gesagt haben zu diesem Thema, den der Innenminister Ralf Jäger heute im Innenausschuss angesprochen hat. Der Janni und ich hatten tatsächlich das Vergnügen, uns diese Veranstaltung live in Düsseldorf zu geben. Ich sag mal ganz schnell zwei Zitate von Ralf Jäger zum Thema Versachlichung, miteinander reden auf Augenhöhe. Zitat 1, Rationalität ist in den Fankurven ja nicht unbedingt immer zu Hause. Und Zitat 2, was kein Witz ist, ich plädiere dringend Ich plädiere dringend dafür, wieder zu einer Versachlichung zurückzukehren. Die Frage jetzt an die anderen Politiker, außer Frau Poschmann und Herrn Hoffmann, wäre sozusagen, was Sie von diesem Vorschlag halten, die Polizei aus dem Stadion, so wie es der Innenminister für Gelsenkirchen fordert, herauszuschieben. Ich würde dann jetzt Frau Jelke als erste Wortmeldung einfach das Wort erteilen, wenn Sie dazu etwas zu sagen haben. Ja, ich gehe davon aus, jeden Fall was zu sagen. Also ich finde den Vorschlag ausgesprochen gut, weil die Erfahrung ist einfach nicht nur im Fußballstadion, sondern auch bei Demonstrationen. Wenn die Polizei nicht dabei ist, gibt es in der Regel jedenfalls fast nie Gewalt. Also das kann man wirklich sagen. Ja? Und ich sage es jetzt auch nicht nur so aus populär, ich denke einfach natürlich, wenn es Straftaten gibt, dann muss die Polizei dort in Bereitschaft sein, keine Frage. Aber ich finde schon auch die ganze Art und Weise, wie die Polizei auftritt, also wie sie angezogen ist, das schürt also Aggressionen. Und deswegen meine ich, ich würde es gerne sehen, dass im Westfalenstadion keine Polizei zu sehen ist, sondern werden außen vor und Fanordner. Ich hatte jetzt auf der Liste Frau Schneckenburger, die sich dann als Zweite gemeldet hatte. Deswegen würde ich Ihnen das Wort erteilen und dann den Fanvertreter auch noch einmal zu Wort kommen lassen. Danach dann Herr Nissen noch. Jetzt schauen wir gleich mal. Ich war auch gefragt. Okay. Es waren alle gefragt, außer Frau Poschmann und Herr Hoffmann. Das ist richtig, aber wenn ich Sie alle antworten lasse, sitzen wir um 24 Uhr noch hier oder um 0 Uhr so. Und deswegen schauen wir, dass wir so ein bisschen gewichten. Wir lassen Sie dann bei einem anderen Thema zu Wort kommen, wo Sie sicherlich auch was dazu sagen können. Ich habe noch ein paar fiese Fragen für Sie auf Lager. Also bitte schön, Frau Schneckenburger. Also zunächst mal ist unser Innenminister ja für energisches Auftreten bekannt. Ich glaube aber auch, dass der im Ergebnis immer dialogbereit ist. Ich frage mich,
warum Polizei auf einem privaten Veranstaltungsgelände eigentlich zwingend präsent sein muss. Warum der Verein das nicht selber organisieren kann. Im öffentlichen Raum muss Polizei präsent sein, aber im Stadion mag das durchaus auch der Verein übernehmen. Also ob das jetzt tatsächlich eine Verschlechterung der Situation aus Fansicht ist, das muss man, glaube ich, nochmal offen miteinander diskutieren. Wir haben verschiedene Themen. Kennzeichnungspflicht übrigens haben wir in Koalitionsvertrag auch aufgenommen in Nordrhein-Westfalen. Warum ist denn da noch nichts zu geschehen bisher? Das wird noch geschehen. So. Also haben wir aufgenommen, haben wir uns politisch zu bekannt und ich glaube, dass sich aus Fansicht die Situation deswegen in den Stadien nicht zwingend verschlechtern werden wird. Der Innenminister hat jetzt reagiert auf eine Kritik auch des Vereins. Gut, okay, da kann man jetzt den Zusammenhang, finde ich, nochmal kritisch diskutieren. Aber grundsätzlich sich mit der Fragestellung auseinanderzusetzen, ob da wirklich Polizei da sein muss und ob das tatsächlich hilfreich ist in der Situation, die Frage, finde ich, die muss man sich auch nochmal stellen. Ich übrigens, nur das ist jetzt eine Nebenbemerkung, aber Frau Jelke, dass es keine Gewalt gibt, wenn keine Polizei zu sehen ist, den Zusammenhang würde ich jetzt allerdings umgekehrt auch nicht unterstreichen, schon gar nicht aus der Erfahrung Nazi-Demos in Dortmund. Ich würde ganz gerne an der Stelle einmal kurz einhaken und Herrn Kauch jetzt doch einmal das Wort geben. Herr Kauch, wenn die FDP in 10 Tagen in die Regierung gewählt wird, wie stehen Sie denn zu dieser Kennzeichnungspflicht? Es ist ja so, das ist ja eigentlich eine Landessache, diese Dinge durchzubringen, aber es gibt ja auch die Bundespolizei. Und speziell mit der Bundespolizei haben wir sehr viele gute Erfahrungen gemacht, nicht? Und da würden wir uns schon dafür interessieren, dass, wenn Sie in die Regierungsverantwortung kommen, schreiben Sie das in den Koalitionsvertrag, dass die Kennzeichnungspflicht für Polizeibeamte, also für die BFE an der Stelle, eingeführt wird? Also dazu habe ich ja in meinem Eingangsstatement eigentlich schon alles gesagt. Ich habe nämlich gesagt, dass ich persönlich mich dafür einsetze und dass es bei uns in der Bundestagsfraktion dazu unterschiedliche Meinungen gibt. Und so etwas muss man dann in der nächsten Wahlperiode klären, zunächst auch mal intern. Also ich habe nämlich zum Beispiel die Vorbereitung zu dieser Veranstaltung mal zum Anlass genommen, kritisch nachzufragen, bei den Innenpolitikern zum Beispiel unserer Fraktion. Warum? Und dann kam nur die Antwort, ja, die Namen dürfen nicht in den öffentlichen Raum. Das sehe ich ja auch so. Aber es gibt eben auch alternative Kennzeichnungsmöglichkeiten. Bin auch gegen feste Ziffern beispielsweise. Die kann man dann irgendwie vielleicht auch rausfinden. Aber man kann natürlich pro Einsatz Nummern vergeben und dadurch Transparenz schaffen. Also ich verspreche es Ihnen nicht für einen Koalitionsvertrag, weil, wie gesagt, dazu gibt es keine Beschlusslage. Was wir im Wahlprogramm haben, ist die Überprüfung der Gewalttäterdatei, dass hier Willkür ohne Benachrichtigung ausgeschlossen wird. Das ist ein Wahlversprechen, das werden wir angehen. Das andere, wie gesagt, müssen wir erst klären. Und was die Frage der Polizei im Stadion angeht, so sehe ich das grundsätzlich wie Frau Schneckenburger. Zunächst einmal ist der Verein dafür zuständig, ist nämlich das Hausrecht, das der Verein ausübt und zunächst auch mal sicherzustellen hat. Anders sieht es aus, wenn Straftaten begangen werden. Dann geht es nicht mehr um Ordnung, sondern dann geht es um Strafverfolgung und gegebenenfalls auch um präventive Maßnahmen, wenn weitere Straftaten im Raum stehen. Und deshalb kann man nicht sagen, die Polizei komplett raus aus dem Stadion, aber zunächst einmal muss der Verein seine Aufgaben wahrnehmen. Und das, was man von dem Schalke-Fall hört, ist ja durchaus ein bisschen dubios. Also auf der einen Seite sagt der Vertreter des Innenministeriums heute, dass Schalke, der Verein, der das Hausrecht hat, die Polizei um Hilfe gebeten habe, weil sie selber nicht in der Lage seien, das Hausrecht auszuüben mit ihren Ordnern. Dann kommt auf Nachfrage, ich glaube auch meiner Fraktion, der Vertreter des Innenministeriums ins Schwimmen, ob das denn wirklich so gewesen sei, und sagt, so ganz könne man sich jetzt auch nicht dran erinnern. So, und auch solche Dinge, dass man sich nicht erinnern kann, wie es denn kommt, dass beispielsweise der Stadionsprecher, der aufgefordert wurde, einen Hinweis zu geben, dass hier gleich ein Polizeieinsatz kommt und man sich sozusagen aus dem Gefahrenbereich begeben solle, dass diese Durchsage nicht gekommen ist, obwohl es die Aufforderung gegeben hat,
dann kann ich, finde ich, mich als Polizeivertreter auch nicht oder Innenministeriumsvertreter nicht hinstellen und mit den Achseln zucken, sondern wenn das eine polizeilich wichtige Maßnahme ist, dass diese Durchsage kommt, dann muss man als Polizei auch notfalls mal zum Stadionsprecher hingehen und nicht sozusagen sagen, der Verein schaltet nur vielfalt zuständig. So, also da ist, glaube ich, von beiden Seiten auch einiges schiefgelaufen, zumindest ist da viel Aufklärungsbedarf noch. Okay. Herr Groschecki. Es ist ja sehr schön, dass Frau Schneckenburger, dass Sie sagen, dass Herr Jäger dialogbereit ist und die Polizei dialogbereit ist. Aber für uns Fußballfans ist langsam mal Schluss. Also wir haben keine Lust mehr auf Dialogbereitschaft. Das Innenministerium setzt V-Männer auf uns an und es sieht uns scheinbar neben Rockern und Salafisten als potenzielle Feinde der inneren Sicherheit des Landes. Und warum soll ich mich als Fußballfan dann mit der Polizei an einen Tisch setzen, wenn sie dieses Weltbild von mir hat? Da ist es einfach langsam mal vorbei, da habe ich auch keine Lust mehr, meine Zeit zu verschwenden und mit der Polizei irgendwelche Abmachungen zu treffen, die dann leider eh nicht gehalten werden. Und ich glaube, wenn man sich dann die aktuelle Verletztenstatistik anguckt, es gab alleine 82 Verletzte beim Spiel Schalke gegen PAOK Saloniki, dann ist die Idee, die Polizei raus aus dem Stadion zu halten, vielleicht die Lösung am besten ist, weil derzeit stehen sich da schon zwei Fronten gegenüber. Und wenn die Polizei da einen Schritt zurück macht und wir unsere Selbstregulierung dann durchsetzen können, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Auf jeden Fall ist es halt wirklich schön, dass die Polizei bereit ist, mit uns zu reden, aber für uns ist der Zug da abgefahren. Wir haben überhaupt keine Lust mehr, mit der Polizei da zu kommunizieren. So. Kommunizieren eine Ebene runter. Also wenn nicht mit dem Innenminister, ich muss sagen, der Polizeipräsident hier in Dortmund ist aus meiner Sicht jemand ist, mit dem man reden kann. Ich habe mit dem jetzt noch nicht über Fußball geredet, aber ansonsten scheint das ein verständiger Mensch zu sein. Vielleicht kann die Politik, die hier am Tisch sitzt, ja auch, ich sag mal, Brücken bauen. Wenn ich direkt darauf antworten darf. Du darfst jetzt ganz kurz drauf antworten. Ich zähle okay. Von 10 runter. Na gut, mach das. Fang aber jetzt noch nicht an, später erst. Nein, also der Dortmunder Polizeipräsident hat, glaube ich, beim Spiel Dortmund gegen Eintracht Braunschweig gezeigt, was er von den Dortmunder Fußballfans hält. Er wollte hier massiv alle Ultras kontrollieren. Jeder, der hier eine Fahne mit hatte, musste die ausbreiten. Und ich glaube auch, dass der Dortmunder Polizeipräsident an diesem Tag Dortmund gegen Eintracht Braunschweig gezeigt hat, dass er uns Fußballfans schon eher als Bedrohung ansieht, als buntes Element der Fankultur. Und deswegen ist gerade in Dortmund, glaube ich, die Situation noch verfahren als woanders. Und ich glaube, mit dem Dortmunder Polizeipräsidenten möchten wir uns alle erstmal nicht an einen Tisch setzen. So, bevor wir jetzt Herrn Nissen zu Wort kommen lassen, den ich hier als Nächsten stehen habe, möchte ich aus dem Publikum Arne Kasparowski einmal kurz für ein Statement Steding, scheiße. Ich habe es noch so im Handy stehen. Da. Ja, es sind eigentlich zwei Nachfragen. Einmal, oder beide betreffen die Kennzeichnungspflicht. Also ich habe da einmal eine Frage an das, ich sag mal, bürgerliche Lager, an Herrn Kauch und Herrn Hoffmann, als Polizeibeamten vielleicht auch, der den Hintergrund hat. Was jetzt ganz konkret gegen eine namentliche oder auch gegen eine fixe Nummer, die dauerhaft gültig ist, spricht, weil in ganz Europa oder zumindest in Westeuropa, in unseren Nachbarländern, sind solche Kennzeichnungen eigentlich überall üblich und beim Champions League-Spiel letztes Jahr in London ist es mir explizit aufgefallen, dass die Londoner Polizei auch durchweg mit Namensschildern rumläuft. Da steht dann Sergeant Johnson oder sowas drauf. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit die Beamten in London tagtäglich zu Hause von irgendwelchen Verbrechern besucht werden oder sonstigen irgendwelche negativen Konsequenzen daraus haben. Von daher würde mich einfach mal eine echte Begründung interessieren, warum das in Deutschland nicht möglich sein soll, was womit man im Rest von Europa eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht hat. Das zum einen. Und das der gleiche Punkt zu Frau Schneckenburger. Sie sagten, dass das im Koalitionsvertrag festgeschrieben ist für NRW. Das stimmt ja auch. Und dass das umgesetzt werden soll. Ich hatte jetzt vor 2 Wochen das Vergnügen, mit dem Innenministerium ein bisschen in Kontakt zu stehen. Und da habe ich auf die explizite Frage, was die Umsetzung betrifft, die Rückmeldung bekommen, dass die Beamten ja bis auf eine Anzahl von 13 Leuten oder so, die dem gleichen Zug zugehörig sind, durchaus identifizierbar sind. Und unter diesen 13 Leuten gäbe es dann ja via Geschlecht oder Statur ausreichend Möglichkeiten, im Zweifelsfall Polizeibeamte ausfindig zu machen. Ich habe das auch schriftlich als E-Mail, ich kann es dir doch zeigen, weil sie gerade etwas die Stirn kraus ziehen. Also ich weiß nicht, wenn man sich mal die Polizeibeamten in Vollmontur bei einem Spiel anguckt,
Ich weiß nicht, wer sich zutrauen würde, da aus 13 Leuten denjenigen ausfindig zu machen, der da letztendlich eine Straftat begangen hat. Also ich weiß nicht, wie Sie dazu stehen, aber da fände ich auch noch mal eine Antwort ganz gut. Okay, dann... Muss ich jetzt Herrn Nissel leider noch mal vertrösten. Herr Hoffmann, bitte. Zu der Frage von Herrn Steding. Ja, aber trotzdem möchte ich vorher noch was anderes sagen. Man muss sich mal bedenken. Wenn Sie zum Beispiel sagen, das antworten Sie erst auf die Frage, dann können Sie vielleicht noch 10 Sekunden was anderes sagen. Kennzeichnungspflicht. Die sind doch alle schon gekennzeichnet. Deswegen ist ja wichtig, dass wir reden. Die Einsatzhundertschaften, ja, also ich bin zufällig Polizeibeamter und ich weiß das schon seit 34 Jahren, die sind, alle Einsatzhundertschaftskräfte sind gekennzeichnet, nicht mit Namen. Das steht fest, nicht mit Namen, sind gekennzeichnet. Außerdem, wenn man eine Personalfeststellung bei mir zum Beispiel als Normalbürger feststellen möchte oder bei Ihnen, dann muss man Rechtsgrundlagen beachten. Nach dem Polizeigesetz oder aber auch nach der Strafprozessordnung. Und genau das wird auch, muss man auch den Polizisten eingestehen. Außerdem gibt es... Bitte? Die sind gekennzeichnet an der Seite. Da kann man genau erkennen, wer nachher ist. Da steht kein Name drauf. Das steht, das ist nachvollziehbar. Sie sind... Sie müssen mal dann hingucken. Kann ich Ihnen aber gerne nach der... Kann ich Ihnen gerne da mal zeigen. Nee, deswegen ist es wichtig, dass wir miteinander reden. Aber wir müssen auf jeden Fall alle Menschen gleich behandeln, den Polizeibeamten auch. Außerdem gibt es wirklich Bereiche, in denen der Polizist unberechtigterweise angeschuldigt wird. Das steht auch fest, und zwar von Fans. Das muss ja auch nicht sein, das darf überhaupt nicht sein. Aber eins ist auch sehr wichtig, wir haben eine Dienststelle im Polizeipräsidium, übrigens in jedem Polizeipräsidium, die bearbeitet nur Beamtendelikte. Und da kann ich Ihnen sagen, wenn ein Beamter im Verdacht einer Straftat steht, dann muss das geahndet werden, das ist ganz wichtig. Und das wird auch gemacht, und der wird übrigens härter bestraft als der Normalbürger. Das steht auch fest. Zu den Bereichen, die vorhin... Die Falschaussagen gibt es auf jeder Seite möglicherweise, bei Ihnen auch. Können wir bitte so ein Zwiegespräch mit Mikrofon führen? Weil nein, das können wir alles danach machen, meinetwegen. Ich sage Ihnen nur die Fakten. Ich bin 34 Jahre Polizeibeamter, gegen mich liefen auch schon Ermittlungsverfahren, weil irgendeiner etwas gesagt hat. Und da muss das geprüft werden, auch wenn es mir nicht passt. Das ist halt so und das wird auch so durchgezogen. Ich möchte gerne noch mal ganz kurz in den 10 Sekunden darauf zurückkommen, wenn die Polizei nicht mehr im Stadion ist. Die Ordner sind überhaupt nicht dementsprechend ausgebildet. Sicherlich haben die das Hausrecht und sicherlich müssen die für Ruhe und Ordnung sorgen. Das stimmt. Aber sie müssen einfach mal berücksichtigen, wenn die Polizei, das ist eine Absprache mit dem BVB, dass die Polizei nah dran ist, um Beweisführung natürlich durchzuführen, übrigens gegen Fans, die gewaltsam sind, und auch die Polizisten, die unberechtigterweise draufschlagen sollten, wenn das mal vorkommen sollte. Das kann alles mal vorkommen, alles nur Menschen. Auch das wird beweiserheblich festgehalten und führt zu Gerichtsverfahren. Wenn die Polizei allerdings außerhalb des Stadions steht und es entsteht ein Tumult, durch eine kleine Streitigkeit, und da gehen Ordner hin, ich habe das alles hautnah erlebt, ich war auf Schalke, ich war in Bochum, ich war in Wuppertal und ich bin in Dortmund eingesetzt gewesen. Und als ich beim LKA gewesen bin, auch in Bayern München. Ich habe das gesehen, wie das funktioniert. Und da müssen Sie damit rechnen, dass ein Zeitverzug von 2, 3, 4 Minuten bedeutet, dass vielleicht schwere Körperverletzungen begangen werden, die man vorher hätte verhindern können. Das sollten Sie nur mal berücksichtigen, und Ihnen würde ich wirklich raten, das ist wirklich eine ganz wichtige Angelegenheit. Bitte sprechen Sie mit der Polizei, nicht vielleicht mit dem Polizeipräsidenten. Es gibt auch Möglichkeiten darunter. Ich bin der Verbindungsbeamte zwischen Polizei und Stadt. Ich würde gerne mit Ihnen sprechen, um wieder auf einen Nenner zu kommen. Gut. So, Herr Steding hat noch eine Anmerkung dazu. Ja, ich habe von Herrn Hoffmann noch einen kleinen Praxisbericht, eine Praxiserfahrung. Also es ist jetzt ungefähr 19 Jahre her, zugegebenermaßen, aber es war ein Fußballspiel und da war ein bisschen Gedränge und ein Fußballfan stolperte die Treppe hinunter. Vor der Tribüne war eine Hundertschaft postiert und ich weiß nicht, ob der Polizeibeamte gerade einen Angriff vermutete. Auf jeden Fall hat er den auf sich zustolpernden Fan gesehen, den Einsatzmehrzweckstock gehoben und dem Fan eine in die Seite gegeben. Völlig grundlos. Ich habe dann in der Folge versucht, so viel zu der praktischen Erfahrung, den Namen bzw. wenigstens eine Nummer von diesem Polizeibeamten ausfindig zu machen. Bin zu dessen Kollegen gegangen, bin zu den szenekundigen Beamten der Dortmunder Polizei gegangen. Keiner fühlte sich bereit oder ermächtigt oder befähigt, mir einen Namen zu nennen, bis dann ein Kollege dieses Beamten mir irgendwann sagte, ja gut, wir können dir den Namen jetzt geben, aber dann schreiben wir eine Anzeige gegen den gestolperten Fan, dass er einen am Boden liegenden Beamten getreten hätte. An diesem Tag hat nie irgendein, also zumindest
in dieser Szenerie nicht, nie irgendeinen Beamter am Boden gelegen. Und also an diesem Tag habe ich meinen Glauben in den Rechtsstaat, in die ordnungsgemäßen Abläufe, was Polizei angeht, was die Verfolgung von Polizeistraftaten angeht, definitiv verloren. Und ich kann nach wie vor auch durch Ihre Erläuterung nicht erkennen, inwieweit so ein Polizeibeamter für mich in Zukunft belangbar wäre, inwieweit ich eine Anzeige gegen diesen Polizeibeamten erstatten kann, wenn die Polizei, die vor Ort ist, sich nicht bereit erklärt, diesen Beamten, also von diesem Beamten Name oder Nummer ausfindig zu machen. Also ich möchte darauf direkt... Lassen Sie bitte zurückkommen. Ein Moment. Wir machen das jetzt so, Frau Schneckenburger ist jetzt erstmal mit der Antwort an der Reihe. Lassen Sie mich doch kurz darauf erwidern. Wenn Sie gefahren wären und ich wäre da, wenn hätte ich Sie erstens aufgefangen. Und zweitens, wenn das so ist, wie Sie gesagt haben, kann das nicht sein. Es kann nicht sein, dass Sie den Namen des Polizisten nicht rauskriegen. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein. Der Polizist müsste dann natürlich einem Strafverfahren ausgesetzt werden. Das steht fest. So, kommen wir zu. Aber hier steht noch laut. Ich gebe Ihnen ja vollkommen recht, Herr Hoffmann, dass es nicht so sein sollte. Und mein Eindruck war auch, das kann ja wohl nicht sein hier. Aber es war ja de facto so. Und wir können da jetzt natürlich die Realität verleugnen und sagen, dass sowas kann nicht sein. Aber ich möchte einfach gerne wissen, wenn es denn so ist, was wird denn dann gemacht? Was kann ich machen? Sie müssen sich auch an Rechtsfolgen halten. Herr Hoffmann, jetzt muss ich Ihnen leider einmal das Wort abschneiden. Weil sonst wird das hier eine Two-Man-Show. Und ich bin Ihnen sehr dankbar für die Diskussion. Ich würde das Ganze jetzt gerne wieder so ein bisschen auf die Sachebene zurückholen, würde Frau Schneckenburger bitten, auf die Frage von Herrn Steding zu antworten. Da ging es um die Kennzeichnungspflicht in Nordrhein-Westfalen und Ihre Aussage bzw. die Aussage Ihrer Fraktion zu dem Thema. Und trotzdem mache ich zuerst eine Bemerkung zu Herrn Hoffmann. Ich sage da gleich was zu. Herr Hoffmann, also meine Erfahrungen kommen aus etwas anderen Zusammenhängen, aus langjähriger Erfahrung in Demonstrationen, bei denen dann die Situation sich auch in unterschiedlicher Weise entwickelt. Und es gibt zwei Seiten, die schutzwürdige Interessen haben. Auch Polizeibeamte haben schutzwürdige Interessen, zum Beispiel Persönlichkeitsrechte. Aber meine Erfahrung deckt sich leider mit Ihrer Erfahrung, dass es eben nicht möglich ist, in Situationen, die zweideutig sind oder vielleicht auch manchmal gar nicht zweideutig sind, Namen von Beamten zu erfahren. Diese Erfahrung haben, glaube ich, sehr viele gemacht, die auf Anti-AKW-Demonstrationen waren und die sich an dieser Stelle auch mit dem Rechtsstaat in bestimmter Weise auseinandersetzen mussten. Also das deckt sich wirklich absolut. Kennzeichnungspflicht, was ich nicht verstehe, ist, warum Sie sich nicht einlassen können auf eine Kennzeichnungspflicht, die eben die schutzwürdigen Interessen von Polizeibeamten auch mit berücksichtigt, also Persönlichkeitsrechte mit berücksichtigt und eine Nummer vergibt. Weil wenn da Schmidt steht, ja, dann ist meine Möglichkeit, jemanden zu identifizieren... Also die Nummer wenn ich jetzt persönlich nicht okay, aber die dürfen nicht jeden Spieler wechseln, weil dann tauschen die Beamten plötzlich ihre Nummernschilder aus. Ja, aber sorry, auch, also wenn ich mich konkret mit jemand auseinandersetze, ja, wenn es da einen Vorfall gab, wie Sie ihn beschrieben haben, dann brauche ich die Nummer und mit meinem iPhone kriege ich das auch hin, dass ich die Nummer konserviere sozusagen und dann ist jemand auch identifiziert. Fragen Sie an der Stelle doch einfach mal in den Bundesländern nach, wo es schon funktioniert. So. Die wissen. Lassen Sie mir noch einen Satz zum Thema Dialog sagen. Das finde ich komplett falsch. Und zwar aus der Erfahrung, aus einem anderen Feld raus auch, aus unserer Erfahrung in der Auseinandersetzung mit dem Dortmunder Polizeipräsidenten, dem früheren und auch dem jetzigen, bei Gegendemonstrationen zu Nazi-Aufmärschen. Ich finde das falsch. Ich finde, man muss sich mit denen auseinandersetzen. Wir, Sie, Fans, wir alle müssen unsere Rechte einklagen und wir müssen auch von Polizei verlangen, dass sie ihre Strategie erklärt. Und dass sie ihre Strategie gegebenenfalls auch ändert. Und das haben wir auch geschafft. Ja, ist auch völlig in Ordnung. Aber deswegen kann man sich, deswegen finde ich es falsch, sich hier hinzustellen und zu sagen, der Dialog ist für mich beendet. Der darf nicht beendet sein. In einer demokratischen Gesellschaft darf Dialog nicht, der darf zur Sache gehen, der muss auch zur Sache gehen. Dazu sind solche Veranstaltungen wie heute wichtig. Das können Sie auch dem Innenminister alle sagen. Aber ich finde, Dialog muss stattfinden. Okay. Ja, wir hatten aber über Jahre Dialog. Es wurde immer nur schlechter. Janni, die Polizei soll erstmal. Lässt du mich ganz kurz die Reihenfolge sehr gerne. Danke. So, Herr Nissen, Sie sind jetzt seit einer Viertelstunde mit dem Finger oben und
Ich würde das Thema an der Stelle jetzt gerne so ein bisschen einfangen, weil wir drehen uns bei dem Thema Kennzeichnungspflicht so ein bisschen im Kreis. Ich würde es sogar gerne ein bisschen auf eine abstraktere Ebene heben, nämlich genau dieses Thema, wie viele Fehlverhalten von Polizisten werden denn eigentlich aufgeklärt, und es gab irgendwie 2010 1400 Ermittlungsverfahren, 17 Verurteilungen in dem Fall. Angesichts solch hoher Zahlen, Herr Lissen, und auch Amnesty International hat eine große Kampagne gemacht. Wie stehen Sie denn zum Thema unabhängige Ombudsstelle bzw. unabhängige Untersuchungsbehörde, die dann an der Stelle gegen Polizeibeamte ermittelt und nicht Polizeibeamte gegen Polizeibeamte? Also die kurze Antwort ist ja, klar dafür. Etwas länger, das sagt einfach die Lebenserfahrung. Wer schon mal irgendwo gegen Polizisten aussagen musste, der kennt das einfach, dass da gerade in den Hundertschaften ein gewisser Korpsgeist herrscht, wo man schlecht gegen ankommt, wo man auch persönlich Probleme hat, da Beweise zu sichern. Also wenn ich würde mich darauf einstellen, wenn ich versuche, einen Polizisten zu fotografieren und seine Nummer zu kriegen, dann weiß ich hinterher, ist das iPhone weg und irgendwo in der Wartenkammer. Deswegen, also gerade nur auch eine unabhängige Ermittlungsstelle, die von der Polizei losgelöst ist, die solche Dinge aufklärt, wo man einfach nicht immer dieses Geschmäckler hat, Polizist ermittelt gegen Polizist, das würde einfach auch tierisch Dampf daraus nehmen. Also das wäre einfach eine sehr sinnvolle Sache. Ich sehe da auch jetzt nicht den großen Schaden darin, das einzuführen, genauso wie ich nicht den Schaden sehe, eine anonymisierte Kennzeichnung einzuführen. Das sind einfach Dinge, da muss ich nicht groß drüber nachdenken, das ist sinnvoll, das macht man dann, egal wer jetzt wie damit angefangen hat, wer das jetzt wie zuerst gefordert hat, das wäre ein Ding, also da würden wir definitiv mitziehen. Ansonsten, um auch ein bisschen Dampf rauszunehmen, es gibt ja immer zwei Seiten. Also nicht alle Bullen sind Schweine, genauso sind nicht alle Fußballfans Verbrecher. Das ist eher umgekehrt, die wenigsten sind es auf beiden Seiten und es sind halt immer weniger Ausnahmefälle, die dann auf beiden Seiten dafür sorgen, dass sich das auf der anderen Seite schlecht ist. Aus meiner persönlichen Erfahrung, wenn man irgendwo über irgendwelche Dörfer tingelt, was wir jetzt ja zum Glück auch langsam wieder dürfen, Stichwort auch Niederrhein-Pokal und so, und dann ist dann der eine Dorfpolizist mit so einem Bart, hält dann eine kurze Ansprache, benimmt ihr euch, jo, passt, ist alles in Ordnung. Wenn der dann noch eine behemmte Hundertschaft irgendwo für den Fall, dass was passiert, in der Hinterhand hat, der dann von ein, zwei Minuten angerannt kommen kann, falls wirklich irgendwie dort was so passiert, dann ist das vollkommen in Ordnung. Andererseits weiß ich genau, wenn ich nach Essen fahre, fahre ich inkognito, fahre nicht mit einem Sonderzug mit, weil ich weiß genau, jedes Mal, wenn ich in Essen bin, knallt es. Und das haben nicht nur wir als Wuppertal das Phänomen, das ist jetzt ja auch mit Aachen passiert. Und wenn ich dann Dinge lese, wie dass dann mit Kabelbindern dann irgendwelche Notausgänge zugemacht wurden, das ist unglaublich. Und da frage ich mich schon, was das soll. Also das, und wenn dann das irgendjemand eigenmächtig gemacht hat, dann muss so eine Kennzeichnungspflicht einfach her. Oder halt denjenigen, der dafür verantwortlich ist. Andererseits muss man auch, es ist halt eine schwierige Balance, andererseits muss man auch zusehen, dass man nicht irgendwie in Anführungsstrichen ein Klima der Angst bei der Polizei schafft, dass sie nämlich auch die Möglichkeit haben, zu Fehlern zu stehen. Dass es dann nicht heißt, okay, du hast einen Fehler gemacht, dein Kopf ist weg, du bist deinen Job los, sondern dass jetzt auch ein Polizeimensch dann in Gelsenkirchen sagen kann, ja, sorry, ist scheiße gelaufen, war jetzt eine Tatsachenentscheidung, ich hatte schlechte Informationen. Tut mir leid, große Entschuldigung, dann wird das Ding, glaube ich, jetzt auch nicht so hochkochen, wie es hochkocht, weil man irgendwie versucht, da rumzuhampeln und irgendwie im Nachhinein eine halbwegs realistische oder unrealistische Rechtfertigung dafür zu kriegen. So, okay. Dankeschön. Ich würde jetzt noch vier Statements zulassen. Ich sehe jetzt gerade, wir haben noch eine Frage gleich aus dem Plenum. Vier Statements, beziehungsweise dann gleich die Frage noch dazwischen schieben. Frau Jelbke zuerst, dann Herr Gruschecki, dann Herr Hoffmann, dann Herr Kauch. Und dann machen wir Pause, weil Herr Gruschecki hat mir nämlich gesagt, dass er nach einer Stunde pinkeln muss. Und wir haben jetzt schon eine Stunde 20, deswegen guckt er auch so verkniffen. Also, bitteschön, Frau Jelbke. Ja. Also der Herr Hoffmann hat an einem einzigen Punkt recht, und das ist, dass eine Polizeieinheit gekennzeichnet ist. Also eine 100-Einheit hat bestimmte Buchstaben hinten auf dem Rücken. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich den einzelnen Polizisten belangen kann, wenn er mich verprügelt hat. Und wenn er mich verprügelt hat und ich tatsächlich
mal den Namen. Selbst mir als Abgeordnete werden oft die Namen nicht gesagt. Wenn ich danach frage, hier bitte, wie heißen Sie? Dann sagt er zu mir Müller oder Schmidt oder irgendwie so ein Name, wo völlig klar ist, dass das einfach gesponnen ist. Und dann machen wir auch immer wieder die Erfahrung, dass dann, wenn man wirklich den Polizisten identifizieren konnte, weil man ein Foto oder ähnliches hat, dass dann sofort eine Gegenanzeige kommt wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt. Und das finde ich wirklich ein Skandal. Und das zum einen, aber das, was mir noch wichtig ist zu sagen, erstens, es gibt eine Stadt, wo es praktiziert wird, nämlich Berlin. Da haben es SPD und Linke eingeführt. Aber auch da machen wir immer wieder die Erfahrung, dass das Schild entsprechend so verdeckt wird, dass es ganz schwer ist, es zu sehen. Das heißt, auch hier wird, muss man noch weiter daran arbeiten, dass die Kennzeichnungspflicht wirklich eingehalten wird. Und dann das Argument, was immer kommt von der Gewerkschaft, dann könnte ja die Polizisten bedroht werden oder ihre Familien. Ich habe beim Bundestag beim Wissenschaftlichen Dienst eine Untersuchung machen lassen, was in Europa für Erfahrungen gemacht wurden. Und diese Erfahrungen sagen, dass es überhaupt keine Probleme macht. Ganz im Gegenteil, es demokratisiert auch die Polizei. Und ich finde, das ist auch ein wichtiges Ziel für alle Bereiche, für den Fußball, aber für Demonstrationen und überall. Deswegen muss diese Kennzeichnungspflicht her. Gianni? Ja, nur kurz zu Herrn Hoffmann. Also ich glaube, bei Ihnen liegen Theorie und Praxis da teilweise sehr weit auseinander. Sie kommen da eher, Sie haben eher die Sicht der Polizei, aber nur weil etwas nicht sein darf, heißt es nicht, dass es nicht sein kann. Es wäre vielleicht schön, wenn Sie vielleicht auch mal die Sicht eines normalen Bürgers annehmen würden und nicht nur die Sicht eines Polizisten. Und dann noch zu Frau Schneckenburger. Was haben Sie mich eben nochmal gefragt? Jetzt habe ich das vergessen. Achso, Dialogbereitschaft, ganz genau. Ja, wir sind ja im Prinzip seit über einem Jahr in Nordrhein-Westfalen in einer relativ verzwickten Situation. Und dann, ich nehme nochmal Bezug auf das Spiel Borussia Dortmund gegen Eintracht Braunschweig, da ist dann eine Ultragruppe zum Dialog zumindest über eine Ecke bereit und teilt über die Fanbeauftragten mit. Sie gehen dieses Mal ein bisschen eher ins Stadion, weil sie noch eine Becheraktion machen wollen. Sie wollten Becher sammeln für eine gemeinnützige Aktion. Und sie nehmen diesmal nicht den normalen Weg, sondern einen anderen Weg. Und als Dank, dass sie sagt, wo sie lang geht, kommt da eine Einheit, setzt die Leute fest und die Leute müssen sich da kontrollieren lassen. Und das ist das Ergebnis des Dialoges. Und sie können dann nicht von uns erwarten, dass wir noch mehr Lust auf Dialog haben, weil wenn wir dann mal in den Dialog gehen, dann fliegt es uns um die Ohren. Und so kann es eben nicht gehen. Da kann Herr Hoffmann ja jetzt direkt darauf antworten, ne? Ja, erstmal zu Frau Jelke. Ich glaube, Sie leben in einer Märchenwelt. Also man kann natürlich eine Menge einfach so erzählen, ohne Hintergrundwissen. Und zu Ihnen muss ich ganz klar sagen, oh, das finde ich echt ein starkes Stück und finde ich total schade. Sie wollen doch die Fankultur erhalten. Da müssen Sie auch zum Dialog bereit sein. Und das, was Sie mir nicht vorwerfen können, ist, dass ich keine Praxiserfahrung habe. Wissen Sie, ich habe 14 Jahre im Untergrund gearbeitet, mir ist nichts fremd. Was Sie im Fernsehen gesehen haben, habe ich live erlebt. Also von daher gesehen habe ich eine Menge Erfahrung und trotzdem kann ich Ihnen nur eins sagen. Für mich zählt immer eins. Für mich und auch in meiner Politik und in meiner privaten Welt zählt immer der Mensch. Und wenn man mir sagt, wie von dem Herrn dort auf der Ecke, dass er geschlagen worden ist und dass da kein Verfahren eingeleitet worden ist, dann ist das eine wahnsinnige Sauerei. Polizisten, die schlagen, gegen die muss ein Strafverfahren eingeleitet werden. Und wenn das so gewesen ist, ist zwar verjährt ja leider relativ schnell, dann geht das, dann muss das eingeleitet werden. Und da hätten Sie mich damals mal kennen müssen, wären Sie zu mir gekommen, dann wäre das anders gelaufen. Nein, ich bin dafür bekannt, dass ich hier sowas nicht dulde. Ein Polizeibeamter, der hat einen bestimmten Auftrag. Und den muss er vernünftig erfüllen und der muss eine sehr starke Toleranzgrenze auch haben in bestimmten Bereichen. Auch Polizisten machen Fehler, aber ein Polizist, auch ein Polizist muss seinen Fehler stehen. Aber ich lasse nicht zu, dass sie einfach irgendetwas daher sagen, was man hier gar nicht nachvollziehen kann. Ich kann Ihnen ja auch viel erzählen, ich bin gestern auch geflogen, hat keiner gesehen, stimmt aber nicht. Also da bitte ich doch darum, dass man auch das mal berücksichtigt. Und wir müssen immer wieder dahin kommen, egal wie verhärtet möglicherweise Fronten sind. Wir haben nur eine Chance, diese Kultur in Dortmund, des BVB aufrechtzuerhalten und auch in anderen Stadien, wenn wir miteinander reden. Und da darf auch jedermann Fehler machen, die Polizei auch übrigens. Okay, die Meldung im Plenum vorne, da vorne, bezieht die sich
auf diese Geschichte? Aber Frank, deine, ne? Okay, dann bitteschön, haben wir ein Mikrofon da? Bitte kurz halten, wir wollen Pause machen. Ganz kurz, also ich habe im Moment einen E-Mail-Dialog mit dem Herrn Wendt und die Argumente kommen mir bekannt vor. Und ich habe auch, Sie sagen, man kann viel erzählen, aber es gibt ja bekannte Beispiele, die habe ich dann auch entsprechend aufgeführt. Also ich bin eben auch Anti-Atomkraft-Gegner, ich habe die Demonstration zu Stuttgart 21 beispielsweise verfolgt und hier gelingt es jetzt, Fußballfans vielleicht zu kriminalisieren, aber wenn man andere Gruppen mit reinnimmt, also es gibt ja beispielsweise den Einsatz Stuttgart 21, der ist ausgewertet worden, noch und nöcher, nach 2 Stunden hat man einen Rentner gefunden, der eine Kastanie geworfen hat, was für eine Gewalttat. Und man hat einen Jugendlichen erwischt, der mit einem Pfefferspray, was er gefunden hat, zurückgesprüht hat. Das waren nach stundenlangen Videoauswertungen die einzigen beiden Straftaten, die man von tausenden von Leuten festgestellt hat. Und trotzdem hat die Polizei mit Gummiknüppeln, mit Pfefferspray, mit Wasserwerfer, mit Tränengas etc. eingesetzt. Und mir ist nicht bekannt bis heute, dass die Polizei sich wirklich für diesen Einsatz entschuldigt hat. Dass Verantwortliche dafür, die nun wirklich offensichtlich sind, wo es Fernsehbilder gibt etc., dafür für Verantwortung gezogen wurden etc. Und deshalb muss ich sagen, also gerade diese Sache mit Stuttgart 21, denke ich, hat auch gerade bei vielen bürgerlichen Leuten dazu geführt, Herr Mappus wurde abgewählt, mal darüber nachzudenken, dass vielleicht mit der Polizei dann eben doch nicht heile Welt ist. So. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine Viertelstunde Pause. Wir haben jetzt quasi schon so lange geredet, wie wir insgesamt reden wollten. Aber ich habe noch 2, 3 schöne Fragen für die zweite Halbzeit vorbereitet. Herr Kauch bekommt dann die erste Frage gestellt, Frau Poschmann die zweite und Herr Gruschecki, der sich da... Wir haben in der ersten Halbzeit mächtig überzogen. Ich habe mir jetzt mal angeguckt, also wir haben jetzt 2 Themen von ungefähr 10, die ich hier auf meiner Agenda stehen habe. Also wir machen eine 2-tägige Veranstaltung draus. Oder wir halten uns einfach mal ein bisschen kürzer. So, ein Thema, das jetzt gerade aus dem Plenum kam. Da möchte ich Marvin bitten, dass du vielleicht ganz kurz einleitest und dann wäre sofort Herr Kauch dran. An den ist das nämlich auch so ein bisschen gerichtet. Und der kann dann auch noch was zur Ombudsstelle sagen, was er ja gerade wollte. Bitteschön. Ja, hallo. Ich habe eine Frage an Sie, Herr Kauch. Sie sagten zum Thema Staatsanwaltschaft im Stadion. Ich habe jetzt gerade noch mal den Antrag der Landtagsfraktion der FDP vom 30.10.2012 rausgesucht und da steht wörtlich, zudem, Moment, zudem bieten sich seitens der Justiz für eine schnelle Reaktion auf Straftaten bei Risikospielen bereits erprobte Projekte wie ein Staatsanwalt im Stadion bzw. Lagezentrum, die Einleitung beschleunigter Verfahren nach § bla StPO und der Erlass von Strafbefehlen nach § bla StPO an. Wenn ich jetzt zu Wikipedia hüpfe und Strafbefehl nachgucke, steht da, die Besonderheit des Strafbefehlverfahrens liegt darin, dass es zu einer rechtskräftigen Verurteilung ohne mündliche Hauptverhandlung führen kann. Ist es Ihre Auffassung oder ist es Ihr Rechtsverständnis, dass man jungen Erwachsenen oder jugendlichen Menschen, die nun mal oft betroffen sind, direkt im Stadion durch ein so schnelles Verfahren den Boden unter den Füßen wegreißt? Denn für viele ist nun mal der Verein ein wichtiger Teil in ihrem Leben. Oder wie sehen Sie das? Also, wie gesagt, wir haben uns gerade in der Pause nochmal darüber unterhalten. Ich kenne den Antrag nicht. Ich höre das jetzt zum ersten Mal. Ich bin im Bundestag, nicht im Landtag. Ich weiß nicht, was die Kollegen da gemacht haben. Man ist auch nicht immer einer Meinung mit allen Kollegen und ihren Dingen, die sie einbringen. Ich nehme das mit. Wir haben natürlich im Parallele, die ich kenne, im Jugendstrafrecht natürlich die Zielstellung, möglichst zügige Strafen, weil der pädagogische Effekt, wenn 10 Monate später verhandelt wird, natürlich völlig weg ist. Das ist wahrscheinlich der Grundgedanke, der dahinter steht. Würde ich gerne mit Ihnen nochmal diskutieren, können gerne mir auch nochmal Ihre Kontaktdaten geben, dann würde ich gerne auch nochmal die Kollegen von der Landtagsfraktion da. Der Landtagsfraktion diskutiert, nicht mit Ihnen. Nein, ich sage, nein, die gerne zusammenbringen. Ja? Wir wollen ja hier Brücken bauen. So, zum Thema Ombudsstelle.
Ich warne ein bisschen davor, so ein Sonderrecht für den Fußball zu kreieren. So wie Sie das hier jetzt kritisch sehen, auch auf der anderen Seite. Ich finde, wir haben im Rechtsstaat klare Strukturen. Da ist zum Beispiel für die Verfolgung von Straftaten die Staatsanwaltschaft zuständig. Sie bedient sich der Polizei, aber sie kann viele Dinge auch selbst tun. Und ich glaube, wenn es hier den Eindruck gibt, dass man sozusagen im Chorgeist nicht ermittelt innerhalb dieses Kommissariats, dann wäre die Staatsanwaltschaft der richtige Ansprechpartner. Und da müsste man dann eben die Einzelfälle schauen. Ich habe bei der Vorbereitung, wie gesagt, ich bin für dieses Thema normalerweise nicht zuständig, bei der Vorbereitung beispielsweise gelesen, dass die Staatsanwaltschaft sich gerade in Nordrhein-Westfalen üblicherweise gerade anderer Polizeidienststellen bedient bei Beamtendelikten, um eben nicht in die Gefahr zu kommen. Wenn das nicht ausreichend erfolgreich ist, muss man da auch schauen, wie kann man die Staatsanwaltschaft an der Stelle stärken. Unabhängig davon haben Sie aber bei allen Varianten, also ob Staatsanwaltschaft mehr den Fokus hat oder eine Ombudsstelle, haben Sie immer das Problem der Beweissicherung. Wenn die falsch aussagen auf der einen oder auf der anderen Seite, dann sind Sie mit einer neuen Stelle halt auch nicht drin. Und Ombudsstelle müsste dann halt für alle gelten, auch für die Nazi-Demo, und da würde ich dann schon ungern sozusagen eine gesonderte Clearingstelle haben, wo wir dann sozusagen mit denen diskutieren müssen. Also das muss man halt immer sehen, wir können kein Fußball-Sonderrecht machen, man muss in den bestehenden Strukturen bleiben. Okay, bevor ich Frau Poschmann das Wort erteile, Marvin, war die Frage soweit zufriedenstellend beantwortet? Okay. Gut, dann hatte ich gerade die Bitte von Frau Poschmann, dass sie auch noch einmal das Wort zum Thema Ombudsstelle ergreifen darf. Sie hat auch versprochen, sich kurz zu halten. Also bitteschön. Ja, wir haben auch über das Thema Ombudsstelle in der Fraktion diskutiert, aber ich muss sagen, seitdem wir auch den NSU-Prozess und vor allen Dingen im Grunde das Verfahren auch nochmal hinterfragt haben und was da alles rausgekommen ist im Grunde, wie unser Rechtsstaat zum Teil, ja, das soll nicht jetzt wieder über alle sein, sondern zum Teil auch mit Unterlagen, mit Beweismaterial umgegangen ist. Da sind ja auch Sachen verschwunden. Wir wollen jetzt nicht dieses Thema aufmachen, aber das hat natürlich dazu geführt, dass das Vertrauen auch teilweise in Polizei, in Aufklärung, da haben ja auch viele Vorverurteilungen stattgefunden, verloren gegangen ist. Und ich glaube, eine Ombudsstelle kann hier Vertrauen wiederbringen, weil es halt dann eine Organisation ist, die im Grunde nicht der Polizei folgt, die nicht Staatsanwaltschaft ist, die nicht im Gefüge ist. Und kann, glaube ich, klären und genauso natürlich auch Anlaufstelle sein für die Polizei. Wenn dort im Grunde Missstände sind, können sich auch Polizisten an diese Ombudsstelle wenden. Also es soll nicht nur einseitig sein. Und Sie hatten das gerade mit den Nazi-Demos oder Nazi-Demonstrationen aufgeworfen. Ja, warum soll denn hier nicht eine Ombudsstelle sein? Auch gerade hier im Grunde ist das Gleiche wie im Fußball. Und deshalb wäre ich für eine Ombudsstelle. Das läuft auch bei Vereinen. Wir haben ja bei der Stadt eine sehr gut. Und deshalb positive Erfahrungen und wir können da, glaube ich, einiges zurückgewinnen an Vertrauen. Okay, vielen Dank. Janni, ich würde dich jetzt einmal kurz zurückstellen wollen. Du darfst sitzen bleiben. Aber dann würde ich aber gerne ein Bier bestellen jetzt. Ja, okay. Ich nehme auch eins. Nur weil die Piraten haben es nicht. Das ist Radler, das ist kein Bier. Ja. Gut, wir haben eine Frage aus dem Plenum. Rüdiger Raduse. Können wir einmal ein Mikrofon nach da hinten zu dem Pfahl bringen? Ich mach das mal. Ach so, ja, da habe ich euch ja schön verarscht. Moment, Rüdiger, das Mikrofon kommt. Eins, zwei. Ich will eigentlich samstags nur zum Fußball gehen. Und ich habe immer ein kleines Problem. Jeden Samstag werden meine Bürgerrechte eingeschränkt. An dem Beispiel Dortmund, wenn ich hier über die Brücke an die B1 gehe, dann steht mir immer Polizei im Wege und mindestens 3 Einsatzfahrzeuge neuerdings. Und ich mache mal noch extremer, wo meine Bürgerrechte eingeschränkt werden, wenn ich auswärts fahre. Ich fahre unregelmäßig auswärts. Wenn ich mal eben nach Amsterdam in einen Bus einsteige, werde ich irgendwo an einer Raststätte angehalten. Alle müssen aussteigen. Teilweise müssen Leute durch Zelte gehen und werden durchsucht. Die wollen nur zum Fußball fahren, mehr nicht.
das ist, und alle sind dafür, dass die Bürgerrechte erhalten werden, aber die Bürgerrechte von Fußballfans werden alle 14 Tage oder jeden Samstag eingeschränkt. An dem Beispiel, ich mache noch ein Beispiel, ich komme in Düsseldorf aus dem Stadion, will zum Hauptbahnhof, die Polizei verbietet mir das, ich muss zum Flughafen gehen. Also zum Flughafen werde ich mit den Bussen gebracht, obwohl ich gerne vom Hauptbahnhof abfahren wollte. Und hier ist die Frage, gelten für Fußballfans keine Bürgerrechte? Danke. Rüdiger, hast du jemanden bestimmten, an den du die Frage stellen möchtest? Such dir jemanden aus. Ich mache das gerne an die beiden staatstragenden Parteien in NRW, die hier eine Koalition machen. Ich schreibe dir meine Rede ein. An die Grünen und an die SPD. Okay. Dann würde ich jetzt Frau Schneckenburger bitten. Rüdiger Raguse, die Fußballfans haben Bürgerinnenrechte, Bürgerinnenrechte, gibt ja auch weibliche Fans, genauso wie alle anderen auch. So, und deren Rechte und die Einhaltung dieser Rechte muss unser Ziel sein und darum muss man das auch organisieren, dass Konflikte, die entstehen, in der Weise moderiert werden, dass sie eben nicht Bürgerinnenrechte beeinträchtigen. Ich finde übrigens nicht zwingend, dass es eine Beeinträchtigung von Bürgerinnenrechte von Bürgerrechten oder Bürgerinnenrechten ist, wenn irgendwo Mannschaftswagen stehen. Sondern das kann auch Ausdruck eines Sicherheitskonzeptes sein. Die Frage ist nur, wie dieses Sicherheitskonzept umgesetzt wird. Deswegen habe ich das vorhin ja auch gesagt. Ich finde, ich kann es verstehen, dass es Frustration über mangelnde Erfolge eines Dialogs mit Polizei gibt. Das kann ich verstehen, weil, wie gesagt, ich habe selber auch ein paar Erfahrungen dazu. Aber ich finde, dass dieser Dialog trotzdem stattfinden muss und dass man gucken muss, dass man in einer Kooperation auch, meine Teilen, oder im Dialog, ich weiß gar nicht, ob man in Richtung Kooperation kommt, mit Polizei eine Situation hinkriegt, in der beide Seiten sozusagen ihr Recht haben. Die einen sollen Sicherheit im öffentlichen Raum gewährleisten, das sollen sie auch tun, aber Fußballfans sollen nicht in Situationen verstrickt werden, in der sie sozusagen im Vorhinein kriminalisiert werden oder in der sie in eine Situation gebracht werden, die dann auch tatsächlich in körperliche Auseinandersetzung endet. Das gilt für Fußballfans genauso übrigens wie für alle anderen Menschen, die sich demokratisch engagieren in diesem Staat. Und ich bin aber auch sicher, dass das gehen kann. Das wird nicht ohne Konflikte gehen, auch ein Dialog wird nicht ohne Konflikte gehen. Aber ich finde, Sie müssten nochmal drauf gucken, was Bedingungen sind, damit das auch wirklich ordentlich läuft. Also, haben Sie einen festen Ansprechpartner über längere Zeit auch bei Polizei? Halten die sich an bestimmte Regeln, die mit Ihnen vereinbart worden sind? Wenn das nicht der Fall ist, dann müssen Sie das veröffentlichen und einfordern. An so einer Stelle. Nein, das muss man politisch erzwingen. So geht politische Arbeit und Sie sind ein Stück auch von politischer Kultur und demokratischer Kultur und müssen das auch gegenüber Sicherheitsbehörden einfordern. Und deswegen müssen Sie die in Dialog zwingen und Sie müssen auch uns in Dialog zwingen. Das ist auch völlig richtig. Ich habe das eben gerade gesagt. Wir bieten das auch als Grüne gerne an, so eine Veranstaltung mal zu machen und mal konkret drauf zu gucken, was sind die Bedingungen. Aber ich glaube, es kann nur so gehen und es kann nicht auf so eine plakative Weise gehen, dass man sagt, ich bin ein Bürger zweiter Klasse, wenn ich zum Fußballspiel gehe. Das halte ich auch nicht für gerechtfertigt. Da kann der... Ich gehe da mal direkt drauf ein. Das ist teilweise halt leider schon so, dass man als Fußballfan ein Bürger zweiter Klasse ist. Ein Beispiel, wenn ich heute nach Bremen im Zug fahre, gehe ich zum Bahnhof, steige im Zug ein, steige in Bremen aus, gehe in die Stadt. Fahre ich aber zum Fußball nach Bremen, komme ich in Dortmund an, gehe die Treppe hoch, dann steht da erstmal Polizei, sagt mir, Glas darfst du nicht mitnehmen. Dann komme ich in Bremen an, steige aus, gibt es erstmal einen Polizeikessel, ich darf nicht raus. Ich möchte mich aber gerne mit einem Kumpel aus der Uni treffen, mit dem ich früher während der Studienzeit ein bisschen zu viel getrunken habe. Heute wird es gehen, beim Fußballspiel geht es leider nicht. Das heißt schon, dass Herr Raguse da durchaus recht hat, dass man beim Fußball leider schon ein Stück weit Bürger zweiter Klasse ist, dass Bürgerrechte schon eingeschränkt werden. Und ich weiß nicht, ob das so klug ist, wenn man gerade mit Jugendlichen so umgeht. Nein. Stopp, also muss ich wirklich nochmal was sagen. Nein, natürlich ist es nicht klug, es auf eine Konfrontation anzulegen. Aber wenn ich in ein Museum gehe, in dem wertvolle Kunst hängt, dann maßen die sich an, mir die Tasche zu durchsuchen. Die nehmen mir auch die Tasche ab. Wenn ich zum Rockkonzert gehe, dann maßen die sich an, die Veranstalter, zu gucken, ob ich irgendwas zu trinken dabei habe. Also bitte. Dafür gibt es ja den Ordnungsdienst und das ist auch super. Genau, dafür gibt es den Ordnungsdienst und deswegen ist das auch super. Aber dieses gleiche Recht muss man natürlich einem Veranstalter auch einräumen.
Und ich kann daraus jetzt noch, stopp, und ich kann daraus jetzt noch nicht zwingend ableiten, dass man deswegen Bürger zweiter Klasse sein. Was es nicht geben darf, sind ungerechtfertigte Übergriffe, aber das muss man auch auseinander. Aber wenn ich dann am Bahnhof ankomme und nicht mal auf Toilette gehen darf, dann ist das schon eine Einschränkung meiner Freiheit. Und das, was Sie gesagt haben, das kann der Ordnungsdienst gerne erledigen. Da hat kein Fußballfan Probleme, sich von einem Ordner abtasten zu lassen. Das ist ja alles super. Aber dass man direkt mit der Ankunft in der Stadt des Gegners quasi als Subjekt nur noch als im Prinzip Gefahrenpotenzial gesehen wird. Das sorgt natürlich auch dafür, dass man, wenn man als Hooligan behandelt wird, dann benimmt man sich vielleicht auch wie einer. Das ist vielleicht auch dann relativ polizeitaktisch. Wir haben einen. Wir haben eine Meldung aus dem, also wir hatten mehrere Meldungen aus dem Publikum. Eine Hand ist nach oben. Klaas, du hattest dich auch gemeldet. Gleiche Richtung. Ja, Janni hat ja schon alles gesagt. Okay, dann ist ja gut. Janni sagt immer schon alles. Hier vorne war noch eine Hand oben. Können wir da einmal das Mikrofon hingeben? Super. Also ich weiß nicht, wo Ihr Problem ist, aber es sind 25.000 Menschen auf der Südtribüne, ohne Polizei, ohne Einkesselung. Da gibt es nie Streitigkeiten, Schlägereien. Man geht nach draußen aus dem Stadion raus, man wird eingekesselt und andauernd gibt es Probleme. Ich weiß nicht, ob das was mit der Ordnung zu tun hat. Die Stadt Dortmund sortiert Gästefans, Heimfans und dann steht man auf einem Heimparkplatz und wird von der Polizei eingekesselt und man sagt, da dürfen Sie nicht herlaufen. Wo ist denn dann bei Ihnen die Menschenrechte? Darf ich das Thema an Frau Poschmann, dann an Frau Jelmke und natürlich Herr Nissen, aber erst Frau Poschmann bitte. Also ich glaube, Bürgerrechte müssen sowohl außerhalb des Stadions als auch innerhalb, denn auch hier ist manchmal das gleiche Problem, auch bei Vorverurteilungen im Grunde müssen wir genau hinschauen, dass das erhalten bleibt. Natürlich muss ein Sicherheitskonzept stehen, dass im Grunde, ja, sage ich mal, Fans, die im Grunde nicht so ganz freundlich miteinander sind, nicht aneinander geraten und es da zu großen Gewalttaten kann. Das ist natürlich, dass die Polizei da im Grunde Sperren zwischen aufrichten muss. Das ist, glaube ich, jedem ganz klar. Aber die Frage ist im Grunde, ob dieses Einfärchen im Grunde, was teilweise passiert vom Bahnhof aus oder auch bei Auswärtsspielen, ob das so notwendig ist. Und wir haben es ja genauso erlebt, im Grunde bei Demonstrationen, wo wir jetzt mehr mitsprechen können als Politik meistens, wo ja die Polizei auch mal ein ganz anderes Sicherheitskonzept gefahren hat, durch das Einkesseln im Grunde, wo auch Massen im Grunde in Gewahrsam für Stunden genommen wurden und eingekesselt wurden, alte Leute, teilweise sogar Kinder. Und das ist, glaube ich, hier das Gleiche. Also da ist die Polizei jetzt zu einem anderen Konzept übergegangen und ist ja eher deeskalierend wirkt. Ja, wir haben es jetzt in Dortmund erlebt auch. Ich habe selber da in der Sitzblockade gesessen und das war wirklich deeskalierend, was die Polizei da gemacht hat. Und deshalb sollte man im Grunde nochmal über dieses Vorgehen, über dieses im Grunde, ich finde es auch fast als Treiben, ne, der Polizei, was sie teilweise begeht, sollte man nochmal nachdenken und nicht und auch überlegen, ob es nicht ein anderes Sicherheitskonzept gibt, was für die Fans auch eher die Bürgerrechte sichert, als es jetzt der Fall ist. Frau Jelke? Ja, ich möchte zum einen sagen, also Bürgerrechte, Grundrechte dürfen nicht angegriffen werden. Aber was hier doch der Fall ist, dass Fußballfans, also ganz ähnlich wie Demonstranten, hier unter Generalverdacht gestellt werden. Und Generalverdacht, das heißt also genau das, was eben beschrieben wurde. Es gibt immer ein Spalier von Polizisten, die die Taschen durchsuchen und die Fußballfans eben als Sicherheitsrisiko sehen. Und das, denke ich, das darf es einfach nicht geben. Und das darf auch nicht sein, dass Fußballfans als Versuchskaninchen benutzt werden. Zum Beispiel hat man ja schon alle möglichen Dinge durchdacht. In Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise hat man auch überlegt, den Nacktscanner einzuführen. Was ich einen Skandal finde, sowieso, ja, also auch im Flughafen, aber dass er vorher ausprobiert werden soll, das sind auch Bürgerrechte, die verletzt werden. Und von daher meine ich, es muss ganz klar sein, dass erstmal dieser Generalverdacht weg muss, damit überhaupt also ein anderes Klima entsteht, politisch und auch also kulturell ein anderes Klima entsteht. Und das Zweite, was ich gerne noch sagen möchte zu Herrn Kauch, ich finde, es muss eine Ombudsstelle für alle geben.
egal, ob Fußballfans, Demonstranten oder auch ganz normale Menschen auf der Straße. Es hat Fälle gegeben, wo Polizeieinheiten in die falsche Wohnung gegangen sind und eine ganze Familie durcheinander gebracht haben, weil sie die falsche Adresse hatten. Und es gibt auch viele Klagen, was auf der Straße passiert von Polizeibeamten. Jawohl, im ganz normalen Straßenverkehr. Also so eine Ombudsstelle müsste für alle da sein und hier ist gar kein Privileg zu diskutieren von wegen Fußballfans, sondern ich denke, jeder Mensch in diesem Land muss die Möglichkeit haben, sich zu beschweren oder wenn er falsch oder schlecht behandelt wurde von der Polizei. Und deswegen denke ich, ist so eine Stelle gut. Übrigens, Amnesty International hat das auch gefordert und hat eine sehr gute Dokumentation veröffentlicht über Polizeigewalt. Und da geht es nicht nur um Fußballfans, sondern um viele andere auch. So, bevor ich das Thema jetzt an Herrn Nissen weitergebe, möchte ich das Ganze eigentlich noch so ein bisschen weiter drehen. Was wir heute noch nicht so wirklich hatten als Thema ist die Datei Gewalttätersport. Und Sie haben da ja eine ziemlich klare Meinung zu. Wenn Sie wollen, lasse ich Sie jetzt einfach losreden. Da muss ich mir keine Frage ausdenken, weil dazu habe ich keine an Sie. Ja. Das passt super, weil dazu wollte ich eh gerade was sagen. Zum einen ist es nicht nur so, dass man als in meiner Wahrnehmung nicht nur, wenn man gerade aktiv beim Fußball ist, Bürger zweiter Klasse ist. Ich kenne es auch, dass ich am Flughafen, wenn ich in den Urlaub fliege, angesprochen werde, weil da war ja mal irgendwas wegen Fußball. Man kann zwar nicht sagen, was da war, aber so irgendeine Datenleiche scheint da vorhanden zu sein. Das und zum anderen, ja, die Gewalttätigkeit ist für mich mit eins der Kernthemen, eins der Kernprobleme. Wir haben hier einfach eine Datei, die mal vielleicht in guter Intention gemacht wurde, 80er, 90er Jahre, weil es da ja wirklich eine Hooligan-Problematik gab. Die ist momentan nicht mehr vorhanden, die wird jetzt mit irgendwelchen Datenleichen gefüttert. Und dass da halt eine vernünftige Grundlage ist. Also ich habe jetzt vorhin noch auf dem Handy gelesen, dass es jetzt wohl heute vom das Oberverwaltungsgericht in Düsseldorf entschieden wurde, dass irgendwelche Anträge da drin komplett rechtswidrig sind. Dass jetzt der CIS-Bericht von 2011, 2012 gar nicht mehr verbreitet werden darf von der CIS. Also das Wort komplett in der Luft zerrissen. Und ich habe gerade da habe ich den Eindruck, dass diese Geschichte immer auf Kante genäht wird. Das geht dann ungefähr so, das Gericht sagt, okay, das ist ungefähr gerade noch legal, liebe Innenpolitik. Das ist so gerade ganz eben noch verfassungskonform. Dann sagen sie, jo, das nehmen wir. Genau das, was auf der Kante ist. Und das ist eigentlich der Trend, der sich da komplett fortsetzt. Abgesehen davon ist einfach in der Datei gewaltiger Schuld. Die ist komplett undifferenziert. Wir haben ja die Anfragen gestellt an das Innenministerium, dass man kann uns nicht sagen, man kann nicht mal sagen, wann jemand zuletzt aufgefallen ist. Man kann nicht sagen, ob derjenige jetzt durch einen Polizist durch blöd stolpern oder durch andere Fans verletzt wurde. Also Dinge, dass man all diese Grundlagen, wo man überhaupt eine vernünftige, fundierte Debatte darüber führen könnte, das fehlt komplett. Und da besteht dringend Handlungsbedarf meiner Ansicht nach. Herr Kauch, Sie haben in Ihrem Wahlprogramm stehen, dass Sie diese Gewalttäter-Sportdatei kritisch prüfen wollen. Wie soll das denn konkret geschehen und wie wollen Sie das anstellen? Sie dürfen natürlich danach auch noch 10 Sekunden was zum Thema davor sagen. Nee, also ich beschränke mich jetzt einfach mal auf die Frage. Dankeschön. Also grundsätzlich halte ich es für sinnvoll, dass es hier eine gemeinsame Bund-Länder-Datei gibt zur Zusammenarbeit der Polizei. Wir haben gesehen, dass auch in anderen, also das BKA führt etwa 40 solcher Dateien. Sag mal, gerade bei dem Thema NSU haben wir gesehen, dass es manchmal sinnvoll und wichtig wäre, wenn die Polizei über die Ländergrenzen intensiver zusammenarbeitet. Deshalb stellen wir diese Dateien nicht grundsätzlich in Frage. Was wir aber kritisch sehen, ist die Frage der Verhältnismäßigkeit, die Frage auch der Klarheit, nach welchen Kriterien eingestellt wird, die Frage der Speicherdauer, diese zu reduzieren und vor allen Dingen ein transparentes Verfahren zu haben, also Auskunftsrechte, Benachrichtigungspflichten. Das muss aus unserer Sicht an dieser Stelle verändert werden. Das ist die Zielrichtung, die wir in der nächsten Wahlperiode hier anstoßen wollen. Das können wir nicht alleine, weil es das hier um eine Bund-Länder-
Frage geht, ist der Bundesrat hier zwingend einzubeziehen? Aber wir wollen zumindest den Anstoß geben, dass es in diese Richtung gehen kann. Okay, danke schön. Ich würde gerne zu einem weiteren Thema kommen, was so ein bisschen anders anschließt, was wir davor hatten. Nämlich, da geht es um eher die präventiven Ansätze zu fördern. Wir haben ja hier in Dortmund ein sehr aktives Fanprojekt, das ja unter anderem heute auch die Veranstaltung hier mitplant. Jetzt bräuchte ich mal ein Mikrofon. Einmal an Tina bitte geben. Tina Weidenstein vom Fanprojekt Dortmund. Ich möchte das Thema einleiten, indem ich euch mal oder indem ich dich mal frage, wie seht ihr eure Arbeit eigentlich? Seht ihr sie eher als Arbeit für den Verein und quasi auch durch den Verein gefördert oder seht ihr euch eher als eine städtische Jugendarbeit und Förderungsgruppe? Also wir unterliegen ja ganz klar dem Jugend- und Hilfegesetz. Also wir haben schon einen öffentlichen Auftrag und wir sehen uns als Drehpunkteinrichtung und in dem Sinne halt auch als Berater für den Verein. Wir merken schon, dass der Verein uns ernst nimmt und wir sind sehr froh, dass man da schon eine gute Zusammenarbeit hat. Aber wir würden das eher so sehen, dass wir den Verein unterstützen, indem wir für die Fans des Vereins da sind. Also es ist nicht so, dass der Verein uns irgendeine Marschroute vorgeben kann. Wir sind sehr froh, dass wir unabhängig sind durch die unabhängige Finanzierung. Aber wir sind ganz klar im öffentlichen Auftrag da und wir sind eine städtische Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe. Dankeschön. Kleinen Applaus. Da möchte ich direkt eine Frage an die Grünen weitergeben. Frau Schneckenburger, aus Ihrem Wahlprogramm geht hervor, dass Sie auf der Bundesebene die Koordinierungsstelle Fanprojekte stärken wollen. Das ist ja jetzt erstmal die Oberorganisation, die Dachorganisation. Sie haben das in Ihr Wahlprogramm für die Bundestagswahl geschrieben, weil das der einzige Ansatzpunkt ist wahrscheinlich in Ihren Augen. Aber warum schreiben Sie nicht in Ihr Programm, dass Sie sich auf Bundesebene dafür einsetzen wollen, die Fanprojekte deutschlandweit einfach noch mehr zu fördern, noch mehr zu stärken, die finanziellen Mittel bereitzustellen, dass sie ihre Arbeit auch vernünftig machen können? Weil wir hören immer wieder aus den Fanprojekten, dass sie chronisch unterfinanziert sind. Können Sie da was zu sagen, wie Sie das umsetzen wollen, was Sie in Ihrem Wahlprogramm da stehen haben? Das ist ja eine gemeinsame Finanzierung. Bund, Land und Kommune, die auch ihre Arbeit zugrunde liegt. Der Bund hat seinen Finanzierungsanteil erhöht im letzten Jahr. Wir sind dafür eingetreten, erstens im Jugendförderplan in Nordrhein-Westfalen den Länderfinanzierungsanteil, ja, weil Sie jetzt fragen, was haben Sie getan oder was tun Sie, den Länderfinanzierungsanteil zu erhöhen, indem wir zum Beispiel auch den Jugendförderplan besser ausgestattet haben und haben die Arbeit der Fanprojekte in Nordrhein-Westfalen insofern landespolitisch abgesichert. Und das sei jetzt trotzdem nochmal in einer schwierigen Haushaltssituation, zwar deswegen, weil wir glauben, dass die Fanprojekte eine extrem wichtige Arbeit machen, eine wichtige Akzeptanzarbeit einerseits ins Fanumfeld rein, aber auch insgesamt natürlich für Fußballvereine auch und für den Sport insgesamt eine wichtige Akzeptanzarbeit. Das ist ein Stück Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und die wollen wir auch entsprechend absichern und das ist auch, da gibt es auch eine gemeinsame Linie mit der Bundesebene, auch nach der Bundestagswahl, was die künftige Finanzierung von Fanarbeit anbelangt und das, was Sie zitiert haben, ist sozusagen auch der Ausdruck dessen. Okay, danke schön. Gibt es Fragen aus dem Plenum? Eigentlich jetzt egal zu welchem Thema. Ich würde jetzt noch so drei Fragen zulassen und dann vielleicht zur letzten Runde übergehen. Wir haben hier vorne eine Meldung, da eine Meldung. Dann würde ich hier vorne einmal anfangen. Ich habe eigentlich nur eine Anmerkung. Ganz kurz aufs Mikro warten. Danke. Also ich würde jetzt gerne zu diesem Thema den Herrn Hofmann hören wollen. Zum Thema Fanprojekte. Gut. Herr Hofmann? Fanprojekte sind ganz wichtig. Die ja, dann haben Sie zugehört. Gerade in diesem Bereich, wir sprechen ja immer wieder von Kult des Fußballs und so weiter. Sie sind Ansprechpartner, die Fanprojekte sind Ansprechpartner für viele Menschen, die sich Fußball zugehörig fühlen. Wir haben zwar dafür überhaupt kein Geld,
muss auch gar nicht gefördert werden. Ich finde es immer gut, dass gemacht wird. Auch die Kommune fördert das ja. Von haben Sie einen sehr starken gesellschaftlichen Auftrag da. Sie sind ja Bindeglied zwischen Fan und Fußball, selbst bei anderen, in anderen Bereichen. Wenn Probleme auftreten, egal welcher Art, ob es jetzt mit der Polizei ist, ob es mit anderen Bereichen ist, ob es mit den BVB ist, ob es mit den Ordnern ist, solche Sachen werden ja auch da besprochen. Und deswegen kann ich das unterstützen und fördern. Ich selbst wieder anstellen. So, Frau Poschmann, Sie wollten ganz kurz was dazu sagen? Ja, kurz. Ich darf immer nur kurz. Komische Sache hier. Ach, Sie dürfen auch lang. Aber ich kann es auch kurz. Und zwar ist es ja so, dass der DFL im Grunde auch, ihr wisst, wie ich das meine, ne? Dass der DFL ja auch einen Teil übernimmt, also bei der Drittelregelung. Und es standen ja viele Fanprojekte auch vor dem Aus, wegen der mangelnden Finanzierung und vor allen Dingen, weil die Finanzierung immer nur befristet ist. Und da, glaube ich, ist das Projekt halt zu wichtig, im Grunde, um dass einfach auf Dauer gewährleistet werden muss. Und dadurch, dass der DFL jetzt im Grunde aus der Stiftung ja mehr Gelder da reinbringt in das Fanprojekt, sind sie zum Glück gesichert, aber nicht überall, weil nicht jede Kommune, so wie in Dortmund im Grunde, ihren Teil dazu beitragen kann, weil die Städte halt sehr klamm ausgestattet sind. Und da muss dann einfach der Bund in die Finanzierung, um das Fanprojekt auch auf Dauer zu gewährleisten, denn nur so ist die Arbeit auch möglich. Okay, vielen Dank. So, wir haben jetzt auch in der zweiten Halbzeit schon über 40 Minuten gespielt, also können wir jetzt langsam zum Ende kommen. Jetzt muss ich mal kurz hier meine Karte suchen, die das Ende markiert. Ah, da haben wir es. Achso, Entschuldigung, ich habe sie vergessen. Tut mir leid. Also bitteschön, wir haben noch eine Frage aus dem Plenum. Ja, ich, auch wenn ich vielleicht belächelt werde, aber denke ich, muss ich doch diese Frage stellen. Vielleicht vorweg, ich bin BVB-Fan, gehe nicht ins Stadion, aber gucke die Spiele zu Hause. Ich glaube, viele meiner Generation denken so wie ich, finden Fußball toll. Fußball ist aus Dortmund nicht wegzudenken und ja, wir unterstützen das ideell. Aber bisher konnte mir noch niemand erklären, warum zu einem Fußballspiel Gewalt gehört. Wenn ich ins Kino gehe, gucke ich einen Film, ich gehe in die Oper, da will ich Musik hören. Und wenn ich ein Fußballspiel sehen will, gehe ich ins Stadion. Warum, um Himmels Willen, gehören die Ultras dazu, die Gewalt verbreiten? Das war mir klar, dass ein Buh dazugehört. Aber ich kann es nicht verstehen, warum Gewalt zum Fußballspiel dazugehört. Denn wenn es diese Gewalt nicht gäbe, würde doch diese Frage nach Polizeipräsenz auch nicht auftauchen. Darf ich da kurz einhaken? Entschuldigung. Nein. Warum? Dann ist das vielleicht falsch verstanden. Das ist eine Frage. Nein, warum gehört Gewalt dazu, sodass Polizei einfach im Stadion ist? Und die Frage hätte ich gerne vom Fanbeauftragten geklärt. Vielleicht kann er das. Da lassen wir den Fanpolitiker doch mal reden. Auf geht's. Ich glaube, dass bedauerlicherweise Gewalt ein Teil einer jeden Gesellschaft ist. Und ich glaube nicht, dass Gewalt im Fußball ausgeprägter ist als woanders. Das zeigen ja auch die Statistiken, dass es beim Oktoberfest, also nicht immer das Oktoberfest als Beispiel rannehmen, sondern allgemein bei Volksfesten, allgemein Rockkonzerte, Disco-Besuche, habe ich eben schon darauf hingewiesen, dass wenn man am Freitagabend durch Dortmund geht, dass auch da eigentlich vor jeder Disco ein Polizeiwagen steht. Und ich frage mich da selber, warum es dazu gehört. Aber ich glaube nicht, dass Fußballfans oder Ultras, wie Sie gesagt haben, besonders zur Gewalt neigen. Es ist da immer, da sind die Kameras drauf, also in keiner Disco hängt ist ein TV-Team, aber im Stadion ist Nummer eins, da kann man das dann eben medial schön ausschlachten. Aber ich glaube nicht, dass dass der Fußball ein größeres Gewaltproblem hat als die deutsche Gesellschaft. Dankeschön, Janni. So, ich denke mal, das war inhaltlich schon mal ein ganz guter Abschluss. Jetzt habe ich einen Malte Dürr gefragt, was kann ich denn für eine letzte Frage stellen? Dann hat der gesagt, ja, im Kicker-Manager-Heft, da werden ja die Bundesliga-Trainer vor der Saison immer gefragt, wo landet ihr Team und wer wird am Ende deutscher Meister?
Deswegen machen wir es jetzt so. Jeder von Ihnen kriegt 30 Sekunden und darf mir sagen, wer gewinnt die Bundestagswahl und wo landet Ihre Partei? Frau Jelke, Sie dürfen anfangen. Meine Partei wird mindestens 10% bekommen und wird, wenn es nach mir geht, vor allen Dingen eine gute Oppositionspolitik machen. Danke. Herr Nissen. Also wenn wir nicht die absolute Mehrheit holen, holen wir 5,01%. Die Umfragen werden den ganzen Abend um die 5% heute schwanken und ich werde schwitzen wie bescheuert. Nein. Bitte schön. Ja, die SPD kann kämpfen bis zum Schluss und wir haben auch in Niedersachsen gezeigt, dass Umfragen nicht das widerspiegeln, was die Realität ist. Das ist vielleicht das Gleiche hier gerade wie beim Fußball auch manchmal angenommen wird und deshalb werden wir eine rot-grüne Koalition im Bund haben und die wird regieren. Bitte schön. Der Ball ist rund, ein Spiel dauert 90 Minuten und deswegen werden die Grünen das auf den letzten Metern reißen. Und es wird eine rot-grüne Koalition geben im Bund. Danke. Herr Lappi darf auch was sagen. Jetzt kommt die einzige neutrale Stimme. Ich habe mir sogar was Witziges überlegt. Ich bin ja als Dortmunder und dann denke ich natürlich erstmal an Schwarz-Gelb und ich würde mich total freuen, wenn Schwarz-Gelb die Vizemeisterschaft erlangt. Ich würde mich freuen, wenn BVB wieder deutscher Meister wird und selber würde ich mich freuen, wenn das belohnt wird, dass ich seit 11,5 Monaten unterwegs bin und für meine Partei Werbung mache. Ich wünsche mir, dass wir etwas über 40% bekommen. Danke. Also ich gehe davon aus, dass wir den Klassenerhalt schaffen, um weiter Jobs zu sichern und die Bürgerrechte gegen die rot-schwarzen Sheriffs zu verteidigen. Und ich dachte, wir sind hier beim BVB. Deshalb ist klar, dass die Roten, die sind glaube ich Bayern München, ne? Dass die nicht gewinnen sollen, sondern doch lieber Schwarz-Gelb. Okay. Ja, vielen lieben Dank für die kurzen Abschlussstatements. Ich habe auch noch eine Frage ans Plenum, weil das soll auch nicht ungefragt bleiben. Ich würde gerne mal einmal von euch die Hände sehen und zwar zum Thema, war die Performance einer der Kandidatinnen oder Kandidaten geeignet, eure Wahlentscheidung zu beeinflussen? Wer das denkt, der möge doch mal die Hand heben. Okay. Oh, Janni merkt was Gutes an. Positiv oder auch negativ? Wir machen jetzt die Abfrage nochmal mit negativ. Okay. Also es ist ein relativ geringer Anteil. Wechselwähler konnten Sie heute also, glaube ich. Ach so. Ja. Sie dürfen einen Vorschlag machen. Also ich würde folgenden Vorschlag machen. Das war nämlich heute eine echt gute Veranstaltung, auch für uns. Also zumindest kann ich es für mich sagen, ich glaube die Kollegen auch. Weil man einfach viel mitbekommt, womit wir sonst auch nicht immer konfrontiert werden als Bundestagsabgeordnete, weil Polizei ist Ländersache, kennt jeder. So, deshalb würde ich vorschlagen, warum machen wir das nicht einmal im Jahr, dass wir uns jetzt zusammensetzen und den Dialog pflegen und nicht nur immer vor der Wahl. Ortsvorher nochmal treffen? Ja, gut. Die Tür ist nein. Von meiner Seite bleibt eigentlich nur noch Danke zu sagen. Wir danken dem BVB dafür, dass er uns kurzfristig größere Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hat.